Ich möchte alle 450 Teilnehmer ganz herzlich begrüßen, statt im Schauspielhaus wie in den letzten zwei Jahren sind wir heute in der schönen Aula der Universität Zürich. Passend zu diesen besonderen Zeiten sind Sie heute zu Hause oder im Büro hoffentlich gemütlich mit einer Tasse Kaffee oder einem Tee und wir, die Vortragenden und die Technik und die Organisatoren, insgesamt 10 Personen dürfen hier in der Aula sein. Auf Sonderbewilligung, dank Ihrer zahlreichen Anmeldungen und dank der Vizerektorin der Universität Zürich, Frau Professor Gabriele Siegert, die Sie gleich persönlich begrüßen wird. Ich freue mich auf ein Abenteuer mit Ihnen in dieser neuen Form der Kommunikation. Wir werden es gemeinsam bestehen, dieses Abenteuer, sofern die Technik nicht versagt und uns auf diesem Wege auch Fragen austauschen und eine Kommunikation trotzdem stattfindet. Ich weiß, dass Dr. Ekli hier auf Ihre Fragen antwortet und schon wartet und wir freuen uns darauf. Hier möchte ich mich beim Team des Zentrum Alter und Mobilität sehr bedanken für die doch komplizierte Vorbereitung dieses besonderen Anlasses, besonders bei Frau Munzen und Frau Kupski, die dieses Jahr die Leitung hatten. Die Inhalte des 11. Öffentlichkeitsanlasses unter dem Motto Gedächtnis stark wurde wie immer vom Organisationsteam dieses Anlasses zusammengestellt und dazu gehören und möchte ich herzlich verdanken Frau Donna Leon, die berühmte Bestseller-Autorin, auch Sie dürfen sie heute hören, außerdem Frau Dr. Brigitte von der Krone und Herr Professor Theiler. Vielen Dank für die Unterstützung und die spannenden Themen. Einziger Zuschauer im Raum und Vertreter aller Ehrengäste aus Medizin, Politik, der Universität und den Partnern des Universitären Geriatrieverbundes ist Herr Professor Klaus Grätz, der als aktiver Altdekan der Medizinischen Fakultät die Entwicklung in der universitären Altersmedizin wesentlich unterstützt und vorangebracht hat. Vielen Dank, Klaus, dass du heute dabei sein kannst. Bevor wir nun beginnen, auch ein Dankeschön an die Sponsoren, die diesen Anlass und diese Übertragung ermöglicht haben. Und die Sponsoren sind die Firma Wild, Omega Life, Spitex Zürich, Roche, Sprüngli und Mikrokulturprozent. Ganz herzlichen Dank. Und jetzt geht es los. Ich möchte nun als erste Rednerin, und wir sind sehr geehrt, dass das geklappt hat, die Vizerektorin und Interimsrektorin der letzten Monate, die die Geschäfte der Universität Zürich hervorragend in schwierigen Zeiten geführt hat, Frau Professor Gabriele Siegert. Sie hat von uns zum Abschied einen besonderen Preis der Altersmedizin erhalten. Wir verehren das dann noch nächstes Jahr live im Schauspielhaus. Frau Professor Gabriele Siegert, bitteschön. Ja, zu viel der Ehre, aber herzlichen Dank, Heike, für die nette Einführung. Geschätzte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Kolleginnen und Kollegen, kennen Sie den Ausspruch, alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein? Warum eigentlich nicht? Warum will niemand alt sein? Hat es damit zu tun, dass wir Alter zu oft mit gesundheitlichen Beschwerden, mit Beeinträchtigungen und mit Hilfsbedürftigkeit in Verbindung bringen? Gebrechlich, einsam, pflegebedürftig? Ist es das, was unser Bild vom Alter prägt? Oder denken wir nicht vielmehr an lebenserfahren,
besonnen, gelassen und immer noch voller Tatendrang? Welche Vorstellungen haben wir eigentlich vom Alter? Welches Bild prägt unsere Einstellung zum Alter? Und welche Klischees prägen die öffentliche Debatte darüber? Ich bin von Haus aus Kommunikationswissenschaftlerin und in meinem Fach interessiert natürlich, wie die Medien bestimmte Gruppen von Menschen darstellen und inwiefern uns diese Darstellungen beeinflussen. Und eins ist klar, es gibt nicht das Bild des Alters, sondern verschiedene Bilder, fallweise auch Stereotype. Und die Bilder vom Alter sind nicht statisch, sondern verändern sich. Und unsere Vorstellungen verändern sich mit ihnen. Von grumpy old people bis zu den Golden Agern werden Bilder der Alten transportiert. Und Sie kennen das. Die Alten auf den Ruhebänken im Park, Tauben fütternd. Die Alten hinterm Kachelofen, die Tabakspfeife stopfend. Die Alten mit Gehstöcken über die Bürgersteige schlürfend. Die Alten mit den Enkelkindern lachend. Aber das sind die Bilder von längst vergangenen Tagen, sozusagen Klischees von gestern, die die heutige Wirklichkeit oft nicht mehr beschreiben. Heute kommen ganz andere, aktuellere Bilder hinzu. Die Alten, die trotz Falten ein Inbegriff der Lebensfreude sind, die Alten, die auf Kreuzfahrtschiffen eine fröhliche und unternehmenslustige Mehrheit bilden bzw. gebildet haben, die Alten, die in Ehrenämtern und Vereinen die Aktivposten gesellschaftlichen Engagements sind. Diese Bilder entsprechen auch dem, was in der deutschsprachigen Unterhaltung, in Fernsehserien und in der Werbung gezeigt wird. Dort werden ältere Menschen als attraktiv, vital und sozial aktiv dargestellt, während negative Aspekte, kritische Aspekte des Alterns wie Krankheit und Einsamkeit kaum thematisiert werden. Das können wir in Studien belegen. Im Gegensatz dazu werden aber in Nachrichten- und Magazinsendungen oder in politischen Debatten primär gesellschaftliche Problemkonstellationen angesprochen, die mit dem demografischen Wandel verbunden sind, zum Beispiel die Überalterung der Gesellschaft. Und wenn Informationsmedien ältere Menschen darstellen, dann meistens prominente oder besondere, weil sie eine spezifische Leistung erbracht haben und deswegen eine Erwähnung wert sind, weil sie erheblich von den Erwartungen abweichen. So zum Beispiel Faucha Singh, der angeblich älteste Langstreckenläufer der Welt, der als erster 100-Jähriger einen Marathon absolvierte. Und obwohl eigentlich jüngere Menschen die zentrale Zielgruppe der Werbung sind, kommen ältere Menschen in der Werbung zunehmend häufiger vor. Hier zeigen Studien, dass annähernd 80% der in der Werbung präsentierten Altersstereotype positive sind. Golden Agers, perfekte Großeltern oder John Wayne, Konservative. Aber meine Damen und Herren, die Werbung will uns ja auch etwas verkaufen und schmeichelt uns allein aus diesem Grund. Meine Damen und Herren, Sie sehen die Bilder vom Alter und das, was ich erwähnt habe, ist keineswegs vollständig, sind vielfältig. Selten werden einzelne Bilder der Komplexität des Alterns gerecht. Die Gesamtheit der Bilder allerdings nähert sich dem schon eher an. Und in dieser Annäherung an die Komplexität des Alterns trifft das Bild der älteren Menschen in den Medien die Ausrichtung der modernen Altersforschung. Denn auch die moderne Altersforschung konzentriert sich ja nicht nur auf ein Organ oder eine Erkrankung, sondern betrachtet den Menschen in der Gesamtheit. Gleichwohl, Heike Bischoff-Ferrari hat es erwähnt, geht es in der heutigen Veranstaltung vor allem um das Gedächtnis und Wege, dessen Funktionalität im täglichen Leben zu erhalten und damit die Lebensqualität zu verbessern. Die heutige Veranstaltung gibt Ihnen zudem Einblick in eine Wissenschaft, die ganz nah an denjenigen ist,
die von den Forschungsergebnissen profitieren. Eine Wissenschaft, die nicht nur für Wissenschaftsjournale forscht, sondern auch dafür, Erklärungen und praktische Tipps zum gesunden Altern zu geben. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen des Zentrums Alter und Mobilität. Ihnen, meine Damen und Herren, wünsche ich spannende Einsichten und brauchbare Anregungen. Insgesamt also einen anregenden Nachmittag und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Liebe Gabriele, liebe Vizerektorin der Universität Zürich, man könnte sich ein schöneres Grußwort und Einführung für unseren Anlass nicht vorstellen. Wir sind heute hier, um wichtige Erkenntnisse aus der Wissenschaft zu lernen, und zwar unterhaltsam und eben gut aufbereitet. Und der Beginn war jetzt wunderbar und absolut perfekt. Jetzt habe ich noch ein Geschenk, weil wir wollen, dass die Vizerektorin gesund bleibt und sich schon ein wenig auf die Weihnachtszeit vorbereitet. Das erste Geschenk sind verschiedene wichtige Supplemente. Natürlich ein wenig die Inhalte von Do Health, die du schon einmal beginnen kannst. Das zweite, ein wenig Genuss, Schokolade, natürlich dunkel, deshalb gesund. Wir werden das später noch von Professor Roland von Kennel hören. Und als drittes Geschenk, und jetzt kommt das Weihnachtliche, ein handgeschnitzter Candy Cane vom Flower House in Obermeilen für die Dekoration. Sieht ein wenig aus wie ein... wie ein Stock, ist aber eine Zuckerstange. Liebe Gabriele, vielen Dank. Dankeschön. Also virtueller Applaus für Frau Professor Gabriele Siegert. Und ich darf jetzt schon überleiten zum ersten Vortrag. Viele von Ihnen sind zugeschaltet wegen genau diesem Vortrag, der jetzt kommt, Donna Leon. Donna Leon ist unsere Botschafterin Do Health und begleitet diesen Anlass jetzt seit 5 Jahren mit viel Engagement und viel Kreativität. Viele der Themen der letzten Jahre waren immer ein wenig von ihr ausgelöst, nicht nur ein wenig. Und Donna Leon lebt das gesunde Altern. Sie hat eine unbändige Energie und inzwischen ist sie eine unverzichtliche Freundin geworden. Donna Leon, darf ich dich auf die Bühne bitten, auf die Kanzel? Und der Vortrag ist Le persone anziente, alte Menschen. Seien Sie gespannt. Donna, bitteschön. One of the advantages of being short is that I'm closer to the microphone. I've often read a short story by Catherine Mansfield called Miss Brill. Miss Brill is an English woman, unmarried, of a certain age, living in a small provincial French town in the early part of the 20th century. She scrapes a living by teaching English to children and reading English to an old man. Her single joy in the week is to go to the public gardens for the band concert, where she changes every ugly thing that she sees or hears people say into something that really is happy and peaceful and joyful. The pathos, and to some readers, the horror of the story, is her final realization after 2 young people make fun of her and call her a stupid old thing. She realizes that she is a silly woman and that she is old. During the COVID lockdown, I was fortunately in Zurich, where I spent some months this spring. Like many of you, I did the same walk every day, in my case, off to the Almend,
to look at the dogs running free and the frogs mating because it was mating season for the frogs. Twice a week I went to the co-op for everything and for eggs. I had my Miss Brill moment, and it was a Miss Brill moment, in the co-op as I stood in front of the self-checkout, scanning my salad, cheese, hummus, and eggs. In back of me was an Italian-speaking woman with two kids, two little girls. At one point, one of the little kids got close to me, and the mother said, "Claudia, attenzione, le persone anziane." Like Miss Brill, I did not hear the rest of that sentence. Anziane was sufficient. Good grief, I thought. Anziane? Me? Well, I see the face in the mirror every morning. And I wouldn't call it anziane. But I'm not a neutral judge, am I? But why was I surprised to hear a stranger use that word? And why did it bother me? The woman was merely describing or defining anziana, una signora anziana. For her, it was an absolutely neutral word. For me, it wasn't a revelation. Maybe it was a revolution, because I'm carrying on like this. But it was the truth. On my way home, I thought about this for some time, and I tried to understand why the word anziane, in my case, anziana, was so troubling. I thought about age categories and the way they can be used to discriminate against people, because they are, but we take it for granted. You can't do some things before you are a certain age. Usually that age is 18. You can't marry, you can't sign a contract, you can't borrow money from a bank, you can't get a drink, you can't drive a car, you can't buy a gun, unless you're in America where you have to be 5 years old to buy a gun. You can't buy cigarettes, and you can't vote. There's a clear legal threshold. If you try to do these things when you're 17 and 11 months, the law will stop you from doing those things, or can stop you from doing those things, because the law is trying to protect you. But later, no one cares. As we approach the other end of life, society washes its hands of us. Suddenly, there are no laws that will, or few, that will protect us from our own reckless choices. The same societies that do not hesitate to interfere in the private lives of people near the beginning of their lives refuse to accept responsibility when the same people are nearing the other end of their lives. I've mentioned that adulthood in most societies, many societies, begins at 18. At what age is a person anciana? When is a person old? What birthday is your last as a person of a certain age, after which you are anciana or anciano? Which number changes your legal status? When does the law make you stop driving, drinking, getting married, voting? To the best of my knowledge, there are no such laws. Perhaps because millennia of experience have shown that however similar are the steps on the way to adulthood, there is no clear and determined path as we pass beyond adulthood. Nor is that path the same for everyone.
No one is surprised to see that some people can, by exercise, diet, grow stronger and enjoy good health. Nor are they surprised to see that others, often through neglect, are not. And now to bring this to our purpose here today, to speak about due health. Those of you who are interested in or enrolled in the program, and those of you who have been attending these meetings for years, have learned that the decrepitude of age is not inevitable, and it is not inescapable. Our bodies, regardless of their age, can still maintain their strength, perhaps even increase it, with exercise and a careful diet. You do not have to be a rocket scientist to understand this. Year by year, the evidence gathered by the Due Health Program grows and emerges more clearly. Following the suggestions of the Due Health Program will help to keep us stronger and in better health as we continue through our lives. We will not become Wonder Women. We will not become supermen, nor is it a guarantee that we will live longer. We will remain anziani, but we will be anziani with an increased likelihood of remaining healthy and strong. This is not magic, and this is not wishful thinking. The statistical evidence shows year by year that the story of Miss Brill can change. We can make her drink her protein powder, eat her daily egg, her vegetables, whole grain bread, a piece of fish or chicken, snack on an orange and a handful of berries, do her balance exercises and stretching, and then go and look in the mirror and say, "Looking good, babe." Thank you. Donna, stay a moment. Looking good, babe. That's my goal. We are good. I like that. Donna, can I ask you a question? So all of the things you talked about, you do them? Yeah, every day. And I heard you do like to add an egg. And, you know, I think the components that you nicely summarized is really what we want to bring across, right? The healthy diet, the activity, the extra protein. But what you also symbolize is this energy and that you are in the middle of life. So I cannot imagine any child thinking of you as a persona. Well, that's why I slapped her. That's right. Excellent. Donna, I have a few presents for you as well. Ein paar. Not a chicken. So, Frau Mink. So, danke schön. Schokolade, wir müssen ein wenig, man sieht dich nicht. Schokolade für dich. Ich weiß, Donna hat wie ich die gleiche Schwäche für Schokolade. Und das Startset mit den verschiedenen Goodies, die du erwähnt hast. Und noch eine kleine Dekoration für die Weihnachtszeit. Donna, thank you for being here. Virtueller Applaus für Donna Leon. Jetzt darf ich zum nächsten Vortrag überführen. Ich darf auf die Bühne bitten Dr. Angelique Sattler. Dr. Angelique Sattler ist Oberärztin in der universitären Altersmedizin. Sie ist am Universitätsspital tätig und hat in kürzester Zeit eine neue Sprechstunde zur präventiven Altersmedizin aufgebaut. Sie erklärt uns heute, wie das Gehirn funktioniert und ab wann man eine Prävention bezüglich Demenz
denken sollte. Liebe Angelique, es gehört dir die Bühne. Vielen Dank. Vielen Dank. Genau, ich werde berichten, wie das Gehirn funktioniert, was eine Demenz ist und über die Demenzprävention reden. Das erste ist, wie funktioniert das Gehirn? Das Gehirn besteht aus mehreren Regionen und jede Region hat ihre eigene Funktion. Und das sieht man anhand von zwei Beispielen. Das erste ist das von Phineas Gage. Er leidet mit 25 Jahren an einem Unfall bei der Arbeit. Es gibt eine Explosion und bei dieser Explosion geht ihm eine eiserne Stange so durch das Gesicht. Und die landet 20 Meter weiter im Feld. Und der Notarzt vor Ort, der ist sehr überrascht, oder? Weil A, er überlebt es und B, er kann ihm ganz klar über die Umstände des Unfalles berichten. Und er wird wirklich zu einem Riesenstar, da sieht man ihn auf diesem Foto mit dieser eisernen Stange. Aber der Hausarzt und vor allem seine Bekannten sagen, etwas hat sich bei ihm komplett geändert. Sein Verhalten ist anders geworden. Er ist nicht mehr der gleiche Phineas Gage von früher. Und zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass unser Frontallappen, das bei ihm verletzt worden ist, tatsächlich für unser Verhalten zuständig ist. Als zweites Beispiel ist das von Henry G. Molaison. Henry G. Molaison leidet seit der Kindheit an einer schweren Epilepsie nach einem Unfall. Und es gibt keine Medikamente, die ihm helfen können. Und der Hausarzt versucht ein Last Attempt, er schickt ihn zu einem Neurochirurg. Und der Neurochirurg macht eine Operation, die er selber als deutlich experimentell im Operationsbericht schreibt, wo er ihm zwei Regionen im Gehirn entfernt, unter anderem das Hippocampus. Und nach der Operation, die gute Nachricht ist, tatsächlich, er hat keine Epilepsien mehr. Aber er entwickelt schwere Gedächtnisstörungen, er konnte keine neue Information aufnehmen. Und er wurde jahrelang von dieser Neuropsychologin betreut. Und zu diesem Zeitpunkt wurde klar, dass unser Hippocampus für unser Gedächtnis zuständig ist. Jetzt, diese Gehirnregionen, die kommunizieren miteinander mittels Fasern. Diese zwei Bilder zeigen euch die Flugverbindungen innerhalb 24 Stunden in Amerika. Das sind so 20.000 Verbindungen. Jetzt schauen wir das in unserem Gehirn an. Das sieht so aus. Und das sind 1 Milliarde, 1 Million Verbindungen. Und eine Zone ist hier sehr interessant. Das ist diese Zone hier. Das ist die Brücke zwischen den beiden Gehirnhälften. Und das nennt man das Corpus callosum. Und man hat sich lange überlegt, ob die Dicke des Corpus callosums ein Zeichen der Intelligenz ist. Und bei wem man das untersucht hat, ist bei Albert Einstein. Was man gemacht hat, man hat die Dicke seines Corpus callosums verglichen zu der Dicke von zwei Patienten, einem jüngeren und einem älteren. Und was man festgestellt hat, ist, er schneidet deutlich besser ab und vor allem in einer Region hier, das ist diese rote Kurve, das ist das Splenium und das enthält Fasern, die Regionen verbinden, die für unser Rechnen zuständig ist, für unser logisches Denken und für unser Gedächtnis. Jetzt, das Gehirn besteht auch aus Milliarden von Zellen. Das hier ist eine ganz einfache Darstellung einer Nervenzelle. Wir können das aber auch im Mikroskop anschauen. Und wenn man in dieser Zone hier reinzoomt, dann sieht das so aus. Man hat hier eine Nervenzelle, man hat hier Fasern, Axone, man hat hier ein Gefäß mit roten Körperchen und man hat hier Gliazellen, die diese Nervenzellen unterstützen. Und wenn man das noch anders anschauen möchte, dann benutzt man eine andere Färbung und da sieht man sehr schön diese Nervenzellen mit diesen langen Extremitäten und hier der Kopf dieser Nervenzelle. Und wenn wir das im Mikroskop anschauen möchten, dann sieht das so aus. Das sind alle diese Nervenzellen, die miteinander kommunizieren. Jetzt, wie diese Nervenzellen zusammen kommunizieren, ist mittels Neurotransmitter. Also, ganz einfache Darstellung. Was passiert ist, die Zelle wird aktiviert im Gehirn durch ein Signal, zum Beispiel Licht. Chemische Substanzen werden in Bläschen verpackt. Und was passiert, ist, dass diese Bläschen hier in Blau tatsächlich mittels eines Transportsystems bis zum Ende der Zelle gebracht wird. Und das geht von einer Nervenzelle zur anderen,
entlang des Rückenmarkes. Und wenn man das anschauen möchte, das ist das Transportsystem, das baut sich wirklich dynamisch auf und wieder ab. Und jetzt sehen wir diese Bläschen gepackt mit diesen Neurotransmitter, die dieses entlang des Transportsystems transportieren. Jetzt, wenn Sie dann am Ende des Nervenzelle sind, entleeren sich dann diese Bläschen und diese Neurotransmitter binden sich dann an einem Organ. Ich habe jetzt hier einen Muskel ausgewählt. Diese Bindung löst ein Signal aus und dann kommt es zu einer Bewegung. Okay, jetzt, was ist eine Demenz? In einer Demenz ist es so, dass die Nervenzellen langsam abgebaut werden, sodass diese Gehirnregionen nicht mehr funktionieren können. Wir haben jetzt diese normale Situation, das sind die Nervenzellen, die bekommen ein Gefäß, wie wir vorher gesehen haben, das ist Sauerstoff, Sauerstoff ist Energie und Energie wird durch diese Nervenzelle gebraucht, damit sie sich aktivieren kann und mit der anderen kommunizieren kann und diese aktivieren kann. Jetzt bei einer Demenz ist es so. Öfters hat man bei einer Demenz eine Gefäßerkrankung, entweder einen erhöhten Blutdruck oder eine Zuckererkrankung, wie zum Beispiel Diabetes. Das heißt, das Gefäß ist ein bisschen verengt oder es ist ein bisschen fragile. Das führt dazu, dass man weniger Sauerstoff bekommt, weniger Energie. Es gibt dann auch Ablagerungen, entweder außerhalb der Zelle oder innerhalb der Zelle. Und das führt dazu, dass eine Nervenzelle abstirbt. Und dazu kommt dann, dass es zu einer Entzündung kommt und diese Entzündung führt zu einer Vernarbung um diese Zellen und führt dazu, dass eine andere Nervenzelle abstirbt. Und wir wissen jetzt, dass es Stressoren gibt im Alltag, wie zum Beispiel eine Depression, ein chronischer Alkoholkonsum, was zu einer chronischen Entzündung führt. Jetzt, wenn diese Zellen absterben, was passiert? Na, die Gehirnregion, die kann nicht mehr so gut funktionieren wie früher. Und je nach Gehirnregion, die betroffen ist, wenn zum Beispiel das Hippocampus betroffen ist, dann kommt es zu Gedächtnisstörungen. Okay, jetzt wichtig. Wann sollte an Demenzprävention gedacht werden? Es gab in diesem Jahr ein sehr wichtiges Paper von Jill Livingstone von UCL über die Demenzprävention. Und da sagt sie klar, es ist nie zu früh oder zu spät an einer Demenzprävention zu denken. Und vor allem sagt sie, be ambitious about prevention in dementia. Und das ist etwas, was uns jetzt in den nächsten Slides beschäftigen wird. Was man mit einer Demenzprävention machen möchte, ist, man möchte diese Gehirnreserve bewahren. Das heißt, man möchte die Risiko, zum Beispiel die Gefäßerkrankung, die Ablagerungen, die Entzündung, die Stressoren vom Alltag reduzieren. Man möchte schauen, dass eine gewisse Resistenz bei den Nervenzellen sind, dass die da kämpfen könnten. Und vor allem möchte man so ein Netzwerk von Zellen entwickeln, die, falls eine Region tatsächlich nicht mehr so gut funktioniert, dass man dadurch diese Defizite abdecken kann. Jetzt der Weg zur Demenzprävention. Jill Livingstone und ihre Gruppe hat gezeigt, dass man 40% der Demenzen verhindern könnte, wenn man 12 Risikofaktoren im Leben bekämpft. Und das fängt eigentlich, der Weg fängt ganz früh an, zum Beispiel in der Kindheit. Das geht mit 40 plus weiter und dann mit 60 plus. In der Kindheit fängt es mit einer guten Ausbildung an. Ab 40 plus sollte man vermeiden einen Hörverlust, eine Gehirnerschütterung. Man sollte einen erhöhten Blutdruck vermeiden, chronischer Alkoholkonsum, eine Fettleibigkeit, eine schlechte Ernährung und das Rauchen. Und ab 60 plus weiß man, dass man vor allem vermeiden sollte eine Depression, eine soziale Isolierung, ein Umfeld, was sehr luftverschmutzt ist, zu leben, nicht inaktiv sein. Und vor allem auch kein Diabetes haben. Und das hier sind genau die Ingredienten für eine gelungene Demenzprävention. Gut, also als Schlussfolgerung, wir haben jetzt gelernt, dass das Gehirn aus Milliarden von Zellen besteht, welche mittels Neurotransmitter kommunizieren. Jede Region hat ihre Funktion und die Gehirnregionen kommunizieren miteinander mittels Fasern. Wir wissen, dass bei einer Demenz die Zellen langsam abgebaut werden.
bis dass diese Gehirnregion nicht mehr richtig funktionieren kann. Wir wissen, und das ist das Wichtigste, es gibt keine Altersgrenze für die Demenzprävention. Und es gibt 12 Risikofaktoren für eine Bekämpfung einer Demenz, auf die man arbeiten muss, vor allem eine gesunde Ernährung bevorzugen, aktiv bleiben und soziale Kontakte pflegen. Und als Schlusswort möchte ich meine Chefärztin zitieren, was sie mir immer sagt, wenn es um Prävention geht: It's never too late. Genau. Ich möchte mich bedanken bei allen diesen Leuten, insbesondere bei Frau Professor Bischoff-Ferrari, dass sie mir die Möglichkeit gegeben hat, hier vorzutragen. Und falls es mehr Informationen haben möchte, dann gibt es unsere Sprechstunde und es gibt unsere neue Website. Vielen Dank. Liebe Angelique, vielen Dank. Ich bin ganz sicher, es gibt einen Riesenapplaus zu Hause und im Saal. Das war wirklich eine schöne Übersicht. Ich habe jetzt gehört, es gab keine direkten Fragen aus dem Publikum. Jetzt frage ich aber die Anwesenden, gibt es eine Frage? Falls nicht, hätte ich eine. Ja, ich darf Irene Bob. Ja, gern. Ein wenig Bewegung ins Bild. Herzlichen Dank, liebe Angelique. Hochspannend. Immer, du machst es wunderschön, wie du das darstellst. Du sagst, 40% der Demenzen kann man verhindern. Ist es nicht so, dass man eher einfach den Zeitpunkt verschieben kann, dass die Demenz auftritt? Es ist beides. Das wäre ja eigentlich wunderbar. Dann bräuchte es uns alle nicht mehr. Das wäre das Schönste, was passieren könnte. Aber ich war eher der Meinung, dass man einfach den Zeitpunkt hinausschieben kann. Und das macht natürlich auch sehr viel aus, ob ich 5 Jahre früher die Demenz bekomme, ja oder nein. Und ich glaube, beim reinen Alzheimer steht es halt dann doch wieder ein bisschen anders. Genau, es gibt 60% tatsächlich, wo man natürlich nicht verhindern kann. Das heißt Genetik oder andere Faktoren, wo man nicht weiß. Aber man weiß, dass tatsächlich 40% von denen Risikofaktoren, wenn man die richtig bekämpft, tatsächlich entweder die Verzögerung des Onset, also des Auftreten, aber auch tatsächlich, weil wir so wenig über die Pathologie wissen im Moment, vielleicht diese auch verhindern können. Das heißt, Jill Livingstone redet von beides eigentlich, genau. Herzlichen Dank. Ich finde, du machst immer grandiose Vorträge. Wirklich ganz toll. Ich freue mich auf alles, was kommt. Vielen Dank, Irene, wenn es von dir kommt. Vielen Dank. Frau Dr. Irene Popp, vielen Dank für diese Frage. Gibt es eine weitere aus dem Raum? Sonst frage ich noch, Angelique, wenn man einer Patientin oder einem Patienten etwas ganz schnell auf den Weg geben möchte bezüglich physischer Aktivität und Ernährung, was sind 2 oder 3 kleine Dinge, die du mit auf den Weg gibst? Also für die Ernährung würde ich sicher sagen, entweder mediterran oder die Mind Diet. Ich glaube, das wurde auch in Harvard gezeigt. Süßigkeiten vermeiden, rotes Fleisch vermeiden, Vegetables haben, Beeren essen, Nüsse. Nüsse, sehr wichtig, und das ist auch die Zeit. Und für die Bewegung würde ich natürlich empfehlen, beim Groove mitzumachen. Das ist ja unser Startprogramm. Aber auch eine moderate physische Aktivität, laufen gehen, das ist schon eigentlich genügend. Genau. Angelique, ganz herzlichen Dank und auch für den Hinweis auf Groove. Wir dürfen ja heute alle auch noch später mitgrooven. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich auch bei dir bedanken mit Schokolade und Candy Cane und natürlich auch da dieser Wundertüte mit verschiedenen Inhaltsstoffen. Vielen Dank, Angelique. Sie sehen, es geht spannend weiter. Ich hoffe, Sie sind gut versorgt mit Tee und Kaffee, weil jetzt kommt ein nächster, man kann es sagen, Leckerbissen an Informationen. Ich freue mich sehr, dass ich Professor Reto Kressig begrüßen darf. Er ist Lehrstuhlinhaber für Altersmedizin an der Universität Basel und ärztlicher Direktor der Universitären Altersmedizin Felix-Platter-Spital und eine Institution in unserem Anlass. Er ist jedes Jahr dabei, ein Experte
in verschiedenen Bereichen. Sie kennen ihn bezüglich Eiweiß und Muskelaufbau. Ernährung spielt für ihn eine wichtige Rolle und auch Bewegung. Heute hören wir ihn zu einem spannenden Thema und eben getriggert von Donna Leon, spielerisches Training für das Gehirn. Wir haben jetzt nur, glaube ich, kurze technische Schwierigkeiten, die wir aber schnell lösen. Vielleicht, Reto Gressig rennt zurück. Wunderbar. Und ich weiß natürlich, dass viele von Ihnen eben genau wegen diesem Vortrag mit dabei sind. Und jetzt ist es soweit. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Reto, vielen Dank. Danke, Heike. Entschuldigung für dieses kleine Problem. Es war irgendwie die falsche Präsentation aufgeschaltet, aber ich habe es jetzt gerade noch gemerkt, was zeigt, dass mein Hirn noch ziemlich fit ist. Und das möchte ich Ihnen eigentlich jetzt in der Folge zeigen, was man eben tun kann, um geistig fit zu bleiben. Ich bin sehr dankbar, Heike, Donna, dass ich auch dieses Jahr wieder dabei sein darf. Und dazu zu diesem spannenden Thema. Ein Thema, das, wie Sie hier auf dem Titelslide sehen, meine Freundin und Nachbarin zu dieser super Zeichnung inspiriert hat. Danke, Bettina. Ja, wenn jetzt eben das Thema nur einfach Gedächtnistraining gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich bei diesem Slide stehen bleiben. Ja, wenn Sie auf das Internet gehen und die tausenden Programme anschauen, die es gibt zum kognitiven Training, um eben fit zu bleiben geistig, dann werden Sie auf tausende von Programmen stoßen, die teuer verkauft werden. Das ist ein Riesenbusiness geworden. Und wo man Ihnen ja, Resultate zeigt, wie ich Ihnen hier von 11.430 Teilnehmern mitgebracht habe. Das ist ein sehr interessantes, webbasiertes Hirntraining. Dreimal pro Woche, während 6 Wochen, sehr intensiv durchgeführt. Und was Sie sehen auf dieser Grafik, das sind diese blauen und roten Säulen. Die 2 links jeweils sind die Experimentengruppe, also die haben was getan. Und die rechte, die ganz rechts Gruppierung, die ist einfach eine Kontrollgruppe. Die hat man einfach nur kontrolliert bezüglich ihrer Hirnleistung. Und was Sie sehen, ja, das sind Verbesserungen. Also die roten Säulen, wenn Sie genau hinschauen, die sind bei der Experimentiergruppe immer etwas höher. Das heißt also, es gibt Effekte. Sie sehen, logisches Denken hat sich etwas verbessert, das räumliche Gedächtnis auch, aber vielleicht noch etwas weniger. Dann auch das Wort Kurzzeitgedächtnis hat etwas zugenommen. Aber alles, ich glaube, wir müssen da ganz bescheiden sein, eigentlich in einem relativ kleinen Ausmaß. Und Donna hat es vorher gesagt und du auch, Heike, wir sind ja hier eine Gemeinschaft, die wirklich interessiert ist an der Gesundheit und am Fitbleiben, eben auch im höheren Alter. Und deshalb, glaube ich, darf ich in diesem Kontext auch etwas mutig sein und das eigentlich eben so zusammenfassen, dass kognitives Training, so wie man das eben auf solchen Programmen durchführen kann, wohl die Performance in der trainierten Aufgabe verbessert. Aber wenn Sie ein super Champion sind im Kreuzworträtsel lösen, wird Ihnen das vor dem Billettautomaten in der Stadt nicht viel helfen. Das heißt im Fachjargon, wenn man sowas trainiert, wird man besser in der Aufgabe, aber es gibt keine sogenannten Transfereffekte. Ja, und jetzt eben etwas mehr Information und jetzt kommen wir zum Spielerischen. Ja, wenn Sie tanzen, hätten Sie da gedacht, dass Ihr Hirn da auch mittanzt und die Hirnleistung verbessert? Hier eine sehr schöne Studie,
durchgeführt, eigentlich während eines halben Jahres, einmal pro Woche. Und Sie sehen, neben den Verbesserungen im Gleichgewicht, in der Muskelkraft, in der Handmotorik, sehen Sie mit dem blauen Pfeil auch markiert eine signifikante Verbesserung der Hirnleistung. Also hier haben wir ganz klar einen Transfereffekt, der Ihnen im täglichen Leben was bringen wird. Ja, auch während des Lebens können wir sehr viel tun, um die von Angélique vorher so schön aufgezeigte Hirnreserve eben zu verbessern. Eine andere Studie hier, dass Sie durch aktives Musikspielen Ihr Hirn schützen können. Hier braucht es eigentlich 10 oder mehr Jahre musikalischer Aktivität. Also ja, ein aktiver Musiker. Und Sie sehen, also wie aktiver diese Musiker waren, je schwarzer die Säule, umso besser die Hirnleistung im höheren Alter. Ja, was ändert sich dann vor allem durch dieses Musikspiel? Es scheint, dass Musikspielen vor allem die Sprachfähigkeit, das Sprachverständnis, aber auch die Sprachauffassung im Sinne der Geschwindigkeit positiv beeinflusst. Und das gehört eigentlich nicht für Ihre Altersgruppe, aber Sie haben möglicherweise Zugriff auf Ihre Enkelkinder und da können Sie ein gutes Werk tun, wenn Sie irgendwie versuchen, diese Kinder zumindest 4 Jahren Blockflöteunterricht oder Klavierspiel oder einfach 4 Jahre ein Instrument spielen. Auch da haben wir wunderbare Daten, die zeigen, dass wenn man in der Kindheit eben mindestens 4 Jahre irgendwie musikalisch aktiv war, später im höheren Alter die Sprachauffassung so viel besser ist, also im Vergleich zu solchen Kindern oder dann eben Erwachsenen oder Senioren, die diese Möglichkeit nicht gehabt haben oder nicht wahrgenommen haben. Ja, und ich bin absolut einverstanden, it's never too late, es ist nie zu spät, auch Klavierspielen kann man erlernen, noch mit 80 oder sogar 85, wie hier eben in dieser Studie, wo man das getestet hat, mit 60- bis 65-Jährigen, die über ein halbes Jahr Klavier geübt haben, das Klavierspiel erlernt haben, neu, die haben früher nie Klavier gespielt. Und Sie sehen im Vergleich zur Kontrollgruppe auf der rechten Seite der Grafik, wie die kognitive Performance, wie die Hirnleistung und dann eben nicht nur ein Test, es ist ein ganzes Potpourri von Hirnleistungstests, sich verbessert haben, dank dem Klavierspiel. Und wenn Sie Klavier spielen, haben Sie Freude, ja, Sie haben eine spielerische Aktivität und merken eigentlich gar nicht, wie Sie mit dem Hirn eben arbeiten und mit dem Hirn trainieren. Ja, es ist keine Garantie, aber ich kann es irgendwie auch nicht verklemmen, Ihnen diese Studie, die große Furore gemacht hat, als sie rauskam in einem sehr, sehr guten medizinischen Journal, dem New England Journal of Medicine, kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Das sind Daten aus einer Alterskohortenstudie, so ähnlich vielleicht wie etwa Do Health, aber ohne Intervention. Also da verfolgt man ganz minutiös älter werdende Menschen in New York und bestellt sie alle Jahre ein und schaut, wie die Kognition sich im Laufe der Jahre verändert. Eine Studie, die über 20 Jahre bereits läuft. Und das sind Daten, wo man einfach geschaut hat, wie haben sich diese Leute, die da mitmachen in dieser Kohortenstudie, in der Freizeit, in mittleren Lebensjahren beschäftigt und vielleicht auch jetzt noch. Und wenn Sie da schauen jetzt, wie mit gewissen Freizeitbeschäftigungen
eben das Risiko, eine Demenz zu entwickeln, beeinflusst werden kann, offenbar, ja, da ist das Musikinstrument spielen und das Tanzen auch wieder weit, weit vorne. Ja, und wer mich kennt, wird sich nicht wundern, wenn ich auch jetzt noch was zur Rhythmik Jacques Dalcroze rede. Warum? Weil das natürlich eine explizite Verbindung von Hirn mit den Beinen, mit dem Rhythmus der Musik ist. Und ja, diese Rhythmik wurde ja von Aimé Jacques Dalcroze um 1900, das ist ein Schweizer Musiker in Genf, geschaffen, weil er irgendwie gefunden hat, diese jungen Kinder, die sind irgendwie einfach motorisch nicht so, wie sie sein sollten. Sie sollten sich flüssiger bewegen können und darum hat er diese Rhythmik entwickelt, die wir ja mittlerweile auch bei älteren Menschen anwenden. Und Aimé Jacques Dalcroze war ein sehr umtriebiger Musiker und Mensch. Und ja, ich war in meiner 12 Jahre Genfer Zeit auch in Kontakt gekommen mit diesem Institut Aimé Jacques Dalcroze. Und wenn Sie da sehen auf diesem Foto, das ist oder war die Assistentin von Aimé Jacques Dalcroze. Aimé Jacques Dalcroze ist 1950 gestorben. Das ist ein Bild von 2006, seine Assistentin. Wir feierten damals ihren 108. Geburtstag. Sie gibt zu Ehren ihres Geburtstags eine Rhythmiklektion ihren ehemaligen Schülerinnen. Und was mich so beeindruckt hatte bei dieser Frau Neff, war diese geistige Agilität, die sie in diesem hohen Alter noch hatte und dann auch die Fähigkeit, Musik zu spielen. Sie hat jeweils Beethoven, Mozart, aber auch Bach für mich gespielt, weil sie weiß, wie sehr ich das liebe. Und ich muss sagen, in diesem Alter noch so Klavier zu spielen und dann auch noch diese Kommentare zu machen und geistig so alert zu sein, ja, das hat mich schon auf die Idee gebracht. Möglicherweise ist diese Rhythmik eben schon ein Jungbrunnen für unser Hirn. Und wir haben ja dann auch diese Genfer Dalcroze-Studie durchgeführt und haben dort eben gesehen, ja, diese Rhythmik, die bringt viel, was die Gangsicherheit anbetrifft. Eine Sturzrisikoreduktion von über 50%. Aber was wir eben auch gesehen haben, diese Menschen wurden massiv besser im Multi- und Dual-Tasking, also das heißt in der Verbindung von Bewegung mit geistigen Aktivitäten. Also auch hier kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir mit der Rhythmik ein Hirntraining machen, aber das eben sehr spielerisch ist, ein Hirntraining, wovon man eigentlich gar nichts merkt. Ja, in Basel gibt es diese Möglichkeit seit über 10 Jahren, dass im sogenannten Café Balance eben diese spielerische Aktivität praktiziert werden kann. Und ich bin, und mit diesen News möchte ich dann auch schließen, natürlich ungemein glücklich, dass jetzt nach Basel auch Zürich und der Kanton Zürich und die Gesundheitsdirektion diese gleiche Initiative übernommen hat. Also es ist jetzt auch für Zürcher Senioren absolut möglich, diese Rhythmik nach Aimé Jacques Dalcroze in dem Zürcher Café Balance, aber schauen Sie, also da hat es kein Circonflex auf dem A, also wenn Sie nochmals zurückgehen, also in Basel, es ist halt Balois, also es ist halt eben Bal, haben wir noch ein Circonflex, also das ist einfach ein normales Café Balance, aber ich kann Ihnen sagen, es macht ebenso viel Spaß und es gibt auch hier Kuchen, das heißt, eben es ist ein soziales Event, ein anderes Element, das Angélique vorher eben ganz als wichtiges Element genannt hat, um das Hirn fit zu halten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lieber Reto, vielen Dank. Ich bin ganz sicher, es gibt einen riesigen Applaus zu Hause. Man sieht jetzt schön, Professor Gressig hat
die Brücke nach Zürich auch über das Café Balance gebaut. Und ich glaube, ich darf verraten, dass du ja auch hervorragend selbst Klavier spielst. Ja? Und wenn Sie ihn sehen möchten am Klavier, du hast einen Beitrag gemacht für unsere Groove-Website, wo man dich sieht am Klavier. Und ich muss sagen, es ist mir sehr sympathisch, die Daten, die zeigen, dass man über Tanzen und Klavierspielen die Gedächtnisfunktion sehr gut trainieren kann mit dem Transfer auf andere Tätigkeiten. Das ist spielerisch und wunderbar und zum Genuss. Das sind gute Nachrichten. Und jetzt frage ich ins Publikum, Dr. Egli, gab es Fragen für Professor Grässig? Bisher noch keine, vielleicht kommen noch welche. Dann frage ich jetzt ins Publikum vor Ort. Gibt es Fragen? Es gibt keine Frage, dann darf ich vielleicht eine Frage stellen. Reto, das Tanzen hat ja so ein riesiges Potenzial. Was ist deines Erachtens der nächste Schritt, um den Tanz noch mehr in die Klinik zu bringen, um noch mehr Evidenz zu schaffen? Dalcro ist eine Art des Tanzes. Ich bin mehr auf der Seite der Rolling Stones. Was ist unsere nächste Studie? Ja, ich glaube, es gibt natürlich sehr individuelle Vorlieben und ich glaube, das ist das Tolle beim Tanzen und der Musik, dass es eigentlich für alle etwas gibt. Und ich zweifle eigentlich nicht am Grundprinzip von der Wirksamkeit. Also wenn du mehr mit den Rolling Stones grooven willst, dann ist das toll. Ich glaube, wesentlich ist eben, dass man diese Verbindung zwischen Musik hören und dann das Umsetzen in die Bewegung des Körpers und ich glaube, ganz wichtig eben auch Fun, Spaß zu haben, das ist ganz etwas Entscheidendes. Und ich glaube, mit diesen drei Faktoren, da ist man erfolgreich. Und ich kann sagen, für die Damen habe ich eine Erfahrung gemacht, also wie man das in die Klinik bringen kann. Ich habe einen super gut aussehenden Balletttänzer engagiert. Und ich kann sagen, die Damen sind Schlange gestanden. Also wir hatten ein Platzproblem. Also ich glaube eben, das sind viele Elemente, die beim Tanzen dabei sein, die man nutzen kann, um eben auch das Bedürfnis zu tanzen zu steigern. Schön. Also Reto, ich bin ganz bei dir und es wird dich sicher freuen. Wir hatten letztes Wochenende erstmals den Groove auch im Akutspital. Und selbst die akut erkrankten Patienten waren mit dabei beim Groove. Man sieht eben auch, dass Musik motiviert und dann auch viel mehr möglich ist. Lieber Reto, vielen Dank und auch für dich, Präsente. Ah doch, eine Frage. Ja. Möchtest du die Frage wiederholen? Also die Frage ist eigentlich die, ob diese gezeigten Effekte instrumentenunabhängig sind. Das heißt eben auch, wenn man Gitarre oder Ukulele wurde genannt, aber ich denke auch an Harfe oder an Blockflöte oder was auch immer. Ich denke, dass dies effektiv nicht so eine große Rolle spielt. Wir haben ein paar kleine Studien, die sogar eben auch zeigen, dass Gesang da gute Wirkungen zeigen. Ich glaube, es ist die Verbindung zwischen Musik und Aktivität, wie die Aktivität ist, ich glaube, das ist gar nicht so entscheidend. Vielen Dank. Gibt es noch eine weitere Frage aus dem Publikum? Professor Grässig, auch hier ein Präsent, Schokolade und die Wundertüte und dann noch eben auch die schöne Überraschung für die Weihnachtszeit. Vielen Dank.
Ein riesiger Applaus für Professor Grässig. Und wir haben schon wieder jetzt tatsächlich einen Leckerbissen. Es geht um die Schokolade. Ich kann mich gut erinnern, als Professor Roland von Kennel sich vorgestellt hat am Universitätsspital Zürich. Er kam auch bei mir vorbei in der Altersmedizin. Und wir haben sofort ein gemeinsames Thema gefunden, nämlich die Schokolade. Und ich freue mich sehr, dass er als Leiter der Klinik für Konziliarpsychiatrie und Psychosomatik am Universitätsspital Zürich uns heute über seine Forschung und die Literatur zu Schokolade und die Gehirnfunktion vorträgt. Lieber Roland, dieses Thema liegt uns sehr am Herzen. Viel Spaß. Vielen Dank, Heike. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liegt uns sehr am Herzen oder auch am Gehirn, das Thema. Sie werden gleich sehen, weshalb. Ist Schokolade gesund? Wahrscheinlich ja, aber das Ganze ist etwas komplex. Wenn wir schauen, aus Meta-Analysen mit vielen, vielen Menschen, die man untersucht hat über viele Jahre, sieht man, wenn man einmal pro Woche oder viermal pro Monat Schokolade konsumiert, dann sinkt das Risiko für einen Herzinfarkt oder für die koronare Herzkrankheit um ca. 10%. Das Gleiche sieht man bezogen auf den Hirnschlag, auch hier etwa 10% weniger Risiko nach ein paar Jahren, wenn man regelmäßig Schokolade isst. Aber hier bereits Achtung, oder es ist eben komplex, der positive Effekt in dieser Studie war bei 20 Gramm pro Tag, am besten war der Effekt bei 12 Gramm, wenn man dann mehr als 35 Gramm pro Tag isst, kann es sogar ins Negative kippen. Dann, wie sieht es mit der Hirnleistung aus? Da gibt es noch nicht so viele Studien, aber eine hat doch schön gezeigt, dass bei Menschen über 65 Jahre, die regelmäßig Schokolade essen, nach 4 Jahren der Mini-Mental-Status-Test, also ein berühmter Test zur Prüfung der kognitiven Fähigkeiten, weniger Abnahme zeigt, also auch hier Schokolade gesund sein kann. Das Ganze immer kontrolliert für andere Risikofaktoren. Jetzt wichtig, in diesen Studien wurde nicht unterschieden, was für Schokolade. Es wurde einfach geschaut, wer isst Schokolade und wer isst keine. Warum das wichtig ist, kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Jetzt Herz-Kreislauf-Krankheiten, namentlich Herzinfarkt, aber eben dann auch der Hirnschlag, gehören immer noch zu den häufigsten Todesursachen in der Schweiz. 33% der Bevölkerung verstirbt an einer Herz-Kreislauf-Krankheit. Sie sehen, der Hirnschlag oder Schlaganfall, wie es auch heißt, ausgelöst durch eine kritische Verlegung eines Hirngefäßes, sei es durch einen Verschluss oder durch ein Zuwachsen durch Gefäßverkalkungen, ist etwa 5% verantwortlich für Todesfälle in der Schweiz pro Jahr. Die Risikofaktoren sind Ihnen sicher gut bekannt, also es gibt die nicht veränderbaren, da gehört die genetische Belastung dazu, die familiäre Belastung und eben auch das Alter ist leider so, je älter man wird, umso stärker nimmt das Risiko zu, einen Hirnschlag zu erleiden. Aber es gibt ganz viele Risikofaktoren, die kann man modifizieren, da kann man etwas dagegen tun. Wir haben darüber bereits vorhin gehört. Ganz unten sehen Sie Punkt 11, psychischer Stress, ist mir sehr wichtig, ist ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten. Herz-Kreislauf-Krankheiten, haben wir auch schon gehört, erhöhen das Risiko für eine Demenz, also hier der Zusammenhang. Dann Stress erhöht das Risiko für sämtliche dieser Herz-Kreislauf-Risikofaktoren für Demenz und für Hirnschlag und auch für Herzinfarkt. Das ist eine Studie, da hat man geschaut auf der linken Seite, Menschen, die einen Hirnschlag erlitten haben, 200 waren das, was haben sie in den letzten 2 Stunden an intensiven Erlebnissen gehabt und etwa ein Fünftel hat angegeben, sie seien emotional stark gestresst gewesen oder hätten sich geärgert. Und wenn man das in Bezug gesetzt hat zum Vortag mit einem Kontrollintervall, was ist dort geschehen in diesen 2 Stunden, hat man gesehen, dass Stress und Ärger das Risiko für einen Hirnschlag um 37-fach bzw. 8-fach erhöht. Dann auf der rechten Seite ist eine Studie, wo man Menschen über lange Zeit verfolgt hat und geschaut hat, wer hat wie viel Stress bei Studieneinschluss. Psychosozialer Stress, hier definiert durch allgemeinen Stress, beruflichen Stress und negative Lebensereignisse und hat dort gesehen, dass über einen Zeitraum von 6 bis 30 Jahren das Risiko für einen Hirnschlag um 40%, das relative Risiko, ansteigt bei den Menschen, die Stress haben, gegenüber denjenigen, die keinen Stress angegeben haben. Also jetzt Achtung, Schokolade ist nicht gleich Schokolade. Wenn wir jetzt
zu dem Punkt kommen, was können wir denn tun gegen Stress, vielleicht auch mit Schokolade. Also wenn Schokolade gesund ist, in Anführungszeichen, dann gilt das vor allem für die Bitterschokolade oder für die dunkle Schokolade mit mindestens einem Anteil von 70% Kakao. Also im Gegensatz zu Milch und weißer Schokolade hat die Bitterschokolade sogenannte Flavanole. Das sind Pflanzenfarbstoffe oder Pflanzenstoffe, die für Farbe und Geschmack verantwortlich sind. Und ein ganz wichtiges Flavonol jetzt im Kakao und in der Schokolade ist das Epicatechin. Es gibt weitere Quellen, haben wir auch schon gehört. Da gehört Rotwein dazu, da gehören Mandeln dazu und andere Lebensmittel. Also es geht wirklich darum, 70% Kakao zu haben. Also 85% dort auf der linken Seite wäre gut. Die andere Schokolade, die hat nur 46%, das wäre wahrscheinlich zu wenig. Jetzt, warum sind denn diese Flavanole so gesund? Das werden wir jetzt vielleicht die Kunden fragen. Das ist eine Rezension auf Amazon. Dort hat jemand genau diese Schokolade gekauft und ich sage Ihnen noch, warum genau diese Schokolade. Ist nicht Schleifwerbung, sondern das hat einen bestimmten Grund. Und dort steht, es ist die beste Schokolade, die es gibt. Meine Schwiegermutter verputzt eine Tafel pro Tag davon. Die ist Diabetikerin und die Werte bleiben gut. Das ist die einzige Schokolade, die sie essen kann, ohne dass der Zucker im Blut ansteigt und sie mehr Insulin benötigt. Jetzt, warum ist die dunkle Schokolade gesund? Sie verbessert die Elastizität der Blutgefäße und senkt dadurch den Blutdruck. In seiner Meta-Analyse hat man geschaut, wie gut erweitern sich die Gefäße, nachdem man mit einer Blutdruckmanschette einen übersystolischen Blutdruck aufgepumpt hat. Also man nimmt dort die Manschette, pumpt dann auf, übersystolisch, lässt den Druck rasch ab und dann kann man mit einem Ultraschallgerät messen, wie stark erweitert sich das Gefäß. Je weiter sich die Vorderarmarterie erweitert, umso besser ist die Flexibilität der Blutgefäße. Und da gibt es verschiedene Studien, chronische Einnahme von Schokolade, chronisch heißt über 2 Tage bis vielleicht 12 Wochen, dann sinkt dieser Wert, also dieser flussvermittelte Dilatation nimmt zu, die Gefäße werden elastischer. Aber auch hier die stärksten Effekte werden gesehen mit Dosen unter 20 Gramm pro Tag, 20 Gramm Schokolade. Auch eine einmalige Einnahme von Schokolade führt zu diesem Effekt. Wie groß ist die Wirkung auf den Blutdruck? Hier wichtig, es gibt eine Wirkung, aber die scheint nur statistisch signifikant zu sein bei Menschen, die bereits einen hohen Blutdruck haben. Also die Einnahme von schwarzer Schokolade über 2 bis 8 Wochen senkt den systolischen Blutdruck um 5 mm Quecksilbersäule, den diastolischen etwa um 3. Jetzt, wenn man das vergleicht, dann ist interessant zu sehen, dass diese Reduktion von 5 mm systolischem Blutdruck etwa das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten nach 5 Jahren um 20% reduzieren kann. Oder wenn Sie sich 30 Minuten pro Tag moderat körperlich bewegen, also etwas zügig marschieren, dann können Sie Ihren Blutdruck etwa auch um diesen Betrag senken. Oder eine medikamentöse Blutdrucktherapie kann etwa den Blutdruck im Durchschnitt auch um 9 mm Hg senken, also maximal das Doppelte, was hier die Schokolade zu leisten vermag. Dann hat dunkle Schokolade auch einen günstigen Einfluss auf die Blutfette. Vor allem das LDL-Cholesterin, also das schlechte Cholesterin, sinkt um einen veritablen Betrag und auch das totale Cholesterin. Auch hier wieder, die Wirkung war am stärksten bei Patienten, die bereits ein hohes Herz-Kreislauf-Risiko hatten, bei kürzerer Therapiedauer und auch bei relativ geringeren Tagesdosen. Also mehr ist nicht einfach besser. Schwarze Schokolade hemmt auch die Blutplättchen, also die Verklumpung der Blutplättchen, die für ein Blutgerinnsel verantwortlich sind und dann eben auch bei einem Hirnschlag von Bedeutung sind. Das ist auch eine Studie, die wurde hier gemacht am Universitätsspital Zürich, hier mit 40 Gramm dunkler Schokolade. 2 Stunden nach Einnahme der Schokolade waren da die Blutplättchen in der Flowzytometrie signifikant weniger adherent als bei den Menschen, die eine Placebo-Schokolade bekommen haben. Zu guter Letzt, auch die Entzündung nimmt ab mit schwarzer Schokolade. Da hat man eine Studie gemacht mit 1300 Probanden. Die haben gar nie Schokolade gegessen über ein Jahr. Und etwa 800, die haben regelmäßig nur dunkle Schokolade gegessen. Und man hat gesehen, dass das C-reaktive Protein, ein ganz wichtiger Entzündungsmarker, signifikant sinkt. Aber auch hier war die gute Dosis oder die, wenn man vielleicht die perfekte Dosis, eine Portion 20 Gramm alle 3 Tage. Das war mit den tiefsten CRP-Werten assoziiert. Dann kommt natürlich die Frage, ja, hat denn schwarze Schokolade auch einen Einfluss auf unsere Stressreaktion? Und wie kann man so etwas messen? Das ist ein experimentelles Stresssetting. Das ist der Trier-soziale Stresstest, der weltweit am meisten verwendet wird für diese Fragestellungen.
Auch in unserem Labor, Stresslabor, wenden wir diesen Test immer wieder an. Sie haben dort ein grimmig dreinblickendes Gremium von 2 bis 3 Testen und dann haben Sie einen Probandin oder einen Proband, der hat ein paar Minuten Zeit, sich vorzubereiten auf ein fiktives Jobinterview, muss erklären, warum er die beste Person ist für diesen Traumjob und dann muss man noch 5 Minuten Kopf rechnen. Und wir haben eben eine Studie gemacht, genau mit dieser Schokolade, wurde auch gesponsert, das steht aber auch in den Papers, haben wir keinen Konflikt of Interest. Und das Setup war so, dass unsere Probanden 50 Gramm dunkle Schokolade gegessen haben, genau diese hier, also eine halbe Tafel, nicht so wenig, und dann 2 Stunden später diesen Test hier durchgeführt haben. Und was wir gesehen haben, bei denjenigen, die die dunkle Schokolade bekommen haben, das ist die untere Kurve jeweils, dort sieht man, dass das Adrenalin relativ schwächer angestiegen ist im Blut, also Stresshormon, und auch das Cortisol einen geringeren Anstieg zeigte. Sie fragen sich, was war die Placebo-Schokolade? Das war 50 Gramm weiße Schokolade, die wurde genauso schwarz eingefärbt, wurde auch vom Chemiker von Nestlé etwas bitter gemacht, sodass man die Schokolade wirklich nicht unterscheiden konnte. Wir haben auch gesehen, dass die Blutgerinnungsaktivität mit der schwarzen Schokolade signifikant weniger stark war unter akutem Stress. Und auch die Entzündungsaktivität auf zellulärer Ebene und im Blut ebenfalls signifikant weniger angestiegen ist. Und interessant, eben dieses Flavonol, das Epikatechin, je höher die Konzentration war vom Epikatechin im Blut vor dem Stressor, umso geringer sind die Stresshormone angestiegen, ist das Blut dicker geworden und sind auch die Entzündungsfaktoren angestiegen im Blut. Jetzt, wie kann man das Risiko für einen Schlaganfall senken? Folgende Maßnahmen sind bekannt, die haben wir bereits gehört. Nummer 7, Stress reduzieren. Nummer 8, gesunde Ernährung. Sie werden sich fragen, sollen wir jetzt dunkle Schokolade essen, um unser Schlaganfallrisiko zu reduzieren? Ich komme zum Schluss. Jetzt kommen die zulässigen Aussagen und Empfehlungen, wenn man dem so sagen darf, die ich wirklich mit Absicht in Anführungszeichen gesetzt habe. Es gibt keine Guidelines zum Verzehr von dunkler Schokolade für die Gesundheit. Aber aufgrund von dem, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, glaube ich, kann man ein paar zusammenfassende Schlussbemerkungen machen. Also wichtig zuerst, es gibt keine randomisierten, kontrollierten Studien. Man hat nicht Leute kontrolliert und per Zufallsprinzip 10 Jahre weiße oder 10 Jahre dunkle Schokolade essen lassen und geschaut, was passiert. Diese Studien gibt es leider nicht. Aber dunkle Schokolade, wenn nicht im Übermaß konsumiert, ist für das Gehirn wahrscheinlich gesund. Eine Richtdosis könnte sein 20 Gramm pro Tag. Das wäre auf Berndeutsch Israeli Schocki. Oder aber nicht eine Tafel, das scheint die Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten günstig zu beeinflussen. Negative Effekte bei höheren Dosen möglich, also 20 Gramm Schokolade pro Tag führen theoretisch oder zu einer Gewichtszunahme von 4 Kilogramm in einem Jahr, wenn man das einfach on top zu dem isst, was man sonst isst. Grundsätzlich hat aber dunkle Schokolade weniger Zucker als weiße oder auch Milchschokolade, hat einen bitteren Geschmack und das hindert einen wahrscheinlich etwas davor, vor dem unwiderstehlichen Verlangen, dann das gleich tafelweise zu verzehren. Besonders scheinen Menschen zu profitieren mit erhöhtem Herz-Kreislauf-Risiko, also die bereits Herz-Kreislauf-Faktoren haben, wie hohen Blutdruck. Wer bisher keine dunkle Schokolade gegessen hat, muss wahrscheinlich nicht damit beginnen. Wer bisher ein Stückchen pro Tag gegessen hat, muss sicher nicht damit aufhören. Und ganz wichtig, die Behandlung von Risikofaktoren alleine mit dunkler Schokolade genügt nicht, oder es braucht noch vieles andere, haben wir vorhin gehört, gut Bewegung, sonst gesunde Ernährung und so weiter. Dialektische Schlussbetrachtung zum Schluss, also soll man dunkle Schokolade als Therapeutikum einsetzen, da können wir es vielleicht mit Paracelsus halten, der gesagt hat, kein Ding ist ohne Gift, nur die Dosis macht, ob ein Ding Gift ist oder nicht, wahrscheinlich bei der dunklen Schokolade auch so, wenn man zu viel nimmt, könnte es auch ein Gift werden. Dann hat noch ein gescheiter Philologe und Schriftsteller gesagt, der Christian Jakobs, Genuss heißt Leben, hinweg den Sorgen, die Zeit ist zu kurz für den Sterblichen. Also Genuss, auch wenn Sie mal nicht schwarze Schokolade essen, Milchschokolade oder weiße Schokolade, ist das wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Damit danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und habe geschlossen. Lieber Roland, vielen Dank. Es ist schon beeindruckend, wie viele mechanistische Studien gemacht wurden auf verschiedene Risikoprofile bezogen auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit und Schokolade.
ist schon spannend. Und mich würde jetzt persönlich interessieren, gibt es Kombinationsstudien, die hättest du sicher erwähnt. Also was erreiche ich mit dem einen Reili Schokolade plus physische Aktivität? Ist es additiv? Das ist eine ganz gute Frage. Die Studien gibt es nicht, oder die habe ich zumindest nicht gefunden. Die könnten wir ja machen, aber Roland. Und man muss sicher davon ausgehen, dass das einen besseren Effekt hat, als wenn man nur Schokolade isst oder sich nur bewegt. Das könnte man wahrscheinlich annehmen. Das wäre dann die Hypothese. Genau, man verbraucht die Energie. Genau. Ja, spannend. Roland, vielen Dank. Es gibt eine Frage. Ja, also zum zweiten Punkt, da habe ich nichts gefunden, das ist nicht bekannt. Zum Essen, ja, Kakao hat genauso einen Effekt. Also einige dieser Studien haben auch Vergleiche gemacht zwischen schwarzer Schokolade oder Kakaogetränken und die haben eigentlich das Gleiche gefunden. Wichtig ist einfach die Dosierung der Flavanole. Also das ist entscheidend, wie viel Epikatechin jetzt in diesem Fall dann am Schluss im Blut landet. Ob das jetzt vom Kakao kommt oder vom Kakao in der schwarzen Schokolade, ist wahrscheinlich weniger wichtig. Ja, Andreas? Ja, also das muss man natürlich einfach berücksichtigen. Das waren auch die Gutachter, die unsere Publikation begutachtet haben, wollten das auch in der Diskussion erwähnt haben. Wenn man jetzt einfach empfiehlt, Schokolade zu essen, namentlich hier eine halbe Tafel wie in unseren Studien, dass es halt dann auch negative Auswirkungen haben könnte. Man könnte ja sagen, wenn man ein Reihli Schoki isst und einfach ein anderes Dessert weniger oder vielleicht etwas weniger Kuchen ist, das wieder kompensiert. Vielleicht müsste man das so angehen. Genau, man muss auf etwas verzichten und dafür das Vergnügen Schokolade einbeziehen und die physische Aktivität. Roland, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war ein hervorragender Vortrag. Wir haben viel gelernt. Und ich glaube, jetzt überlegen sich alle, wie sie die dunkle Schokolade, die eine Reihe, integrieren in das tägliche Leben, in den Genuss. Und jetzt darf ich dir auch noch Genuss mit auf den Weg geben, auch für dich Schokolade und die Wundertüte, genau. Und noch die Dekoration für die Weihnachtszeit. Roland, vielen Dank. Also sicher ein riesiger Applaus von zu Hause. Und jetzt habe ich die Nachricht, dass wir jetzt in die Pause gehen. So, ich darf Sie zurück begrüßen zur zweiten Hälfte unseres Anlasses und jetzt darf ich Ihnen etwas zu Vitamin D und Covid-19 berichten. Sie wissen, wir hatten zuerst die Präsentation der DoHealth-Resultate im Programm. Die große Publikation ist jetzt angenommen und wird nächste Woche publiziert. Jetzt dürfen wir leider bis dann noch nicht darüber reden und deshalb hoffentlich mit nicht zu viel Enttäuschung ein alternatives, aktuelles Thema, Vitamin D und Covid-19. Wenn man die großen Übersichtsarbeiten anschaut zu diesem Thema, dann werden drei Argumente genannt, warum ein Ausgleich eines Vitamin-D-Mangels als Präventionsmaßnahme bei Covid-19 sinnvoll ist. Das erste Argument ist, Vitamin-D reduziert das Risiko akuter Atemwegsinfekte. Das zweite Argument ist, Vitamin-D reduziert den Schweregrad einer Covid-19-Infektion, und zwar über eine Reduktion der überschießenden Entzündungsreaktion. Man nennt es auch den Zytokinsturm. Und das dritte Argument, ältere Erwachsene haben ein höheres Risiko für einen schwerwiegenden Krankheitsverlauf unter Covid-19
und sind gleichzeitig die Hochrisikogruppe für den Vitamin-D-Mangel. Und natürlich befinden wir uns aktuell in der Winterzeit, wo doch jeder Zweite einen Vitamin-D-Mangel hat. Und was sind nun die wissenschaftlichen Grundlagen, die diese drei Argumente zulassen? Ich beginne mit den mechanistischen Studien. Wir wissen, dass der Vitamin-D-Rezeptor auf verschiedenen Zellen des Immunsystems sitzt und auch das Immunsystem moduliert. Auf der einen Seite wirkt Vitamin D in der Abwehr von Viren und Bakterien. Es kommt zu einer Hochregulation der Fresszellen und auch zu der Produktion von Stoffen, die Bakterien und Viren abtöten. Und als zweiter Mechanismus ist bekannt, dass Vitamin D eben die Entzündungsfaktoren, die schon erwähnten Zytokine, senkt und damit natürlich auch diese überschießende Entzündungsreaktion möglicherweise beeinflussen kann. Wenn man jetzt ganz genau oder spezifisch für diese Mechanismen in der Lunge schaut, dann ist auch bezogen auf die Lunge in den mechanistischen Studien gezeigt, dass Vitamin D die Entzündungsreaktion hemmt. Und ganz speziell führt Vitamin D in der Lunge zu einer Hochregulation eines Stoffes, man nennt es Katalizin, was eben antibakteriell und antiviral wirkt. Jetzt gibt es bezogen auf Covid und Vitamin D-Spiegel eine große Anzahl von Kohortenstudien. Ich zeige Ihnen jetzt erst eine große Studie. Hier wurden 20 Länder angeschaut, deren mittleren Vitamin D-Spiegel ermittelt und dann geschaut, inwieweit hängt das mit der Anzahl der erkrankten Menschen zusammen. Und man sieht hier eindrücklich eine abnehmende Anzahl der erkrankten Menschen mit einem höheren Vitamin D-Spiegel. Also einfach eine Korrelation und auch bezogen auf den Schweregrad. Man sieht wieder diese 20 Länder angeschaut, dass es in den Ländern mit einem höheren mittleren Vitamin D-Spiegel weniger verstorbene Menschen gab, jetzt in dieser Datenanalyse und bezogen auf dieses Jahr. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Beobachtungsstudien, die keinen Zusammenhang aufweisen konnten. Das ist vor allem die große Biobank-Studie aus Großbritannien. Hier wurde in einer Kohorte der Vitamin-D-Spiegel 2006 und 2010 gemessen und dann geschaut, inwieweit dieser Spiegel von vor 10 bis 16 Jahren zusammenhängt mit zukünftiger Covid-19-Infektion und Sterblichkeit. Und die Autoren fanden keinen Zusammenhang, haben aber auch in den Limitierungen aufgelistet, dass es eben sich nicht um einen aktuellen Vitamin-D-Spiegel handelt, sondern eben ein Wert von vor 10 bis 16 Jahren. Und dann eigentlich die wichtige Evidenz, die wir ja immer in den klinischen Studien suchen und natürlich immer im Vergleich zu einem Scheinpräparat. Gibt es hier Studien bezogen auf Vitamin D und Atemwegsinfekte? Und dort, und das ist jetzt wirklich, denke ich, das wichtige Argument, was sich auf diesen ersten Punkt beziehen lässt, wir haben tatsächlich 25 hochqualitative Studien spannend durchgeführt in allen Altersgruppen von weniger als einem Jahr alt bis 65 und älter und eben verglichen zu Placebo. Und Sie sehen diese Studien in der Grafik in einer Meta-Analyse zusammengefasst und die Autoren fanden eine 12-prozentige Verminderung der akuten Atemwegsinfekte über alle Studien hinweg und unabhängig vom Alter.
Die Autoren haben dann bei doch insgesamt über 10.000, fast 11.000 Menschen dann auch die Untergruppen angeschaut. Und hier sehen Sie das Ergebnis nach Vitamin D-Status, also vor Beginn der Supplementation. Und man sieht hier eindrücklich, dass über alle Daten hinweg es eine 12-prozentige Reduktion gab, aber dann bei Menschen mit Mangel eine 42-prozentige Reduktion. Beide Ergebnisse waren signifikant. Die tägliche Einnahme, auch ein wichtiges Resultat dieser Meta-Analyse, war effizienter als die Bolusgabe. Das haben Sie jetzt mehrfach gehört. Das gilt genauso für die Stürze und die Knochenbrüche. Also auch für die Prävention von Infekten ist die tägliche Dosis eine bessere Strategie. Und in dieser Meta-Analyse war bereits effektiv die heute empfohlene Dosis mit 800 bis 1000 Einheiten Vitamin D am Tag. Und diese 2017 publizierte Meta-Analyse hat alle Infekte viral und bakterieller Genese eingeschlossen und war jetzt natürlich nicht spezifisch für Covid-19. Aber hier gibt es oder gab es kürzlich, in den vergangenen 2 Wochen, eine ganz neue Studie, eine Pilotstudie, also eine kleine Studie mit insgesamt 76 Patienten. Man muss dazu sagen, dass diese Patienten sehr gut untersucht wurden und alle Patienten hatten eine belegte Covid-19-Lungenentzündung. Die Studie kommt aus Spanien und alle Patienten erhielten den Best Standard of Care. Aber zusätzlich würde dann ein Teil der Patienten noch zusätzlich Vitamin D gegeben in der Form von Calcifediol. Das ist der Stoffwechsel, das Stoffwechselprodukt von Vitamin D, was in der Leber entsteht. Und man hat dann geschaut, inwieweit diese doch schwer erkrankten Covid-19-Patienten abhängig von dieser Gruppierung, also kein Vitamin D verglichen zu Vitamin D-Intensivstationpflichtig wurden. Und dort zeigte sich in dieser kleinen Studie in der Gruppe ohne Vitamin D, also kein Calcifediol, dass 50% der Patienten auf intensiv oder intensivpflichtig wurden und in der Vitamin D-Gruppe nur 2%. Und dieses Ergebnis war signifikant. Festzuhalten ist natürlich, es ist eine kleine Studie, eine Pilotstudie. Und ich darf Ihnen sagen, dass jetzt die viel größere Studie an der Harvard Medical School unter der Leitung von Joanne Manson begonnen hat. Also auch in dieser größeren Studie geht es darum, zu belegen, inwieweit Vitamin D den Schweregrad der Covid-19-Infektion beeinflusst. Zusammenfassend bezüglich Evidenz, Vitamin D und Covid-19 lässt sich sagen, dass anhand der Meta-Analyse mit den 25 Studien, die Vitamin D zu einem Scheinpräparat verglichen haben, eine Wirkung von Vitamin D gegen akute Atemwegsinfekte belegt ist. Das ist, denke ich, wirklich eine gute Evidenz. Es waren hochqualitative Studien und dieses Ergebnis, dieser Vorteil war unabhängig vom Alter. Die tägliche Einnahme war besser als der Bolus und die stärkste Wirkung zeigte sich bei Menschen mit Vitamin D-Mangel. Und Sie wissen, im Moment hat jeder zweite Mensch in der Winterszeit einen Vitamin D-Mangel. Ein sicherer Beleg, dass Vitamin D den Schweregrad der Covid-19-Infektion vermindert, fehlt. Allerdings ist ein möglicher Effekt anhand der gezeigten mechanistischen Studien, den Beobachtungsstudien und auch dieser kleinen Interventionsstudie aus Spanien nicht auszuschließen.
Was sollen wir also tun bezüglich Vitamin D, Covid-19 und jetzt eben bezogen vor allem auf ältere Erwachsene angesichts der hohen Sicherheit und Erschwinglichkeit einer Vitamin D-Supplementation, angesichts des weit verbreiteten Vitamin D-Mangels in der Winterzeit und angesichts des erhöhten Schweregrads der Covid-19-Infektion, gerade bei älteren Erwachsenen und dem erhöhten Risiko für Vitamin D-Mangel bei älteren Erwachsenen und natürlich angesichts der jetzt präsentierten Literatur sind die heute empfohlenen 800 bis 1000 Einheiten Vitamin D zur Prävention eines Vitamin D-Mangels in der aktuellen Pandemiesituation als präventive Maßnahme sinnvoll. Und wichtig, auch ohne Messung des Blutspiegels, weil sicher auch bei Menschen ohne Mangel in der Dosierung von 800 bis 1000 Einheiten und mit dieser Dosierung auch eine belegte Sicherheit, dass wir damit in über 97% der Fälle den Mangel beheben. Abschließend wünsche ich Ihnen jetzt für den Moment schon einmal, bleiben Sie gesund, Sie sind nicht allein, rufen Sie mit und ich denke, wir rufen jetzt bald alle. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und jetzt vielleicht gibt es Fragen. Dr. Egli hat uns eine Frage erreicht. Keine Frage, gibt es eine Frage aus dem Publikum? Dann bedanke ich mich und jetzt gehe ich zurück in meine andere Rolle der Moderation. Einen kleinen Moment. Jetzt ist es angeschaltet. Ich bin leider technisch eher unbegabt, aber ich habe es jetzt geschafft. Ich freue mich jetzt sehr, Professor Alexander Huber, Klinikdirektor für Ohren-, Hals-, Nasen- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Zürich vorzustellen. Auch mit ihm habe ich ein Erlebnis in der Vorstellung. Er hat sich mit mir einmal zu einem Café getroffen und mir gesagt, ob ich denn wüsste, dass die Hörverminderung ein solch signifikanter Risikofaktor ist für die Demenz. Und jetzt habe ich dich aus diesem Anlass eingeladen und freue mich natürlich sehr, dass du dabei sein kannst, genau zu diesem Thema Hörverminderung und Demenzrisiko. Viele ältere Erwachsene scheuen sich, das Hörvermögen testen zu lassen und eben dann gegebenenfalls auch eine Hörhilfe anzunehmen. Jetzt freue ich mich sehr, Alex, dass du vielleicht diese Ängste überwinden kannst und eben uns alle motivierst, das Hörvermögen testen zu lassen. Die Bühne gehört dir. Danke, Alex. Ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Ich bin sehr glücklich, hier sein zu dürfen und vor allem, dass ich über mein Lieblingsthema sprechen darf, die Schwerhörigkeit. Ja, sehr verehrte Damen und Herren, Sie sehen es auf dem Titel, es geht eben um die Hörverminderung und vor allem, was können Sie jetzt tun? Und ich möchte zur Einführung Ihnen einen Patienten vorstellen. Er wollte zuerst nicht kommen, aber seine Frau hat ihn zur Sprechstunde angemeldet. Einige von Ihnen werden ihn kennen, das ist Herr Pritchett. Und seine Frau sagt, es ist eine Katastrophe mit meinem Mann. Ich kann mich nicht mehr unterhalten, er versteht mich nicht, er fragt x-mal nach. Und er ist die ganze Zeit hässig, weil wir uns nicht verstehen. Worauf er antwortet, das stimmt überhaupt nicht, mein Gehör ist super gut, ich verstehe schon, man muss einfach deutlich sprechen und meine Frau, die nuschelt so. Es geht also um die Awareness, das Bewusstsein für den Hörverlust, auch die Ursachen, die Manifestationen und die Auswirkungen. Die Frau geht dann weiter und sagt,
Es kommt noch schlimmer. Ich habe das Gefühl, in der letzten Zeit hat auch sein Gedächtnis nachgelassen und sie hat also den Verdacht, dass es einen Zusammenhang gibt mit der Demenz. Sie sagt, jetzt ist wirklich genug, jetzt müssen wir was machen. Er braucht irgendetwas und er muss jetzt ein Hörgerät tragen. Worauf er natürlich antwortet, das kommt überhaupt nicht in Frage. Erstens mal bin ich nicht alt, ich trage sicher kein Hörgerät. Zweitens nützt ein Hörgerät nichts. Ich habe ein paar Kollegen, die haben auch ein Hörgerät. Und drittens, das ist so wahnsinnig teuer, das kostet 5'000 Franken, das kommt überhaupt nicht in Frage. Und anhand dieser 5 Punkte, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich mit Ihnen über die Schwerhörigkeit und eben was Sie tun können, sprechen. Und vielleicht ganz zuerst, es ist tatsächlich so, dass sehr viele Leute unter Schwerhörigkeit leiden. Etwa 5% unserer Bevölkerung ist invalidisierend schwerhörig. Und wenn man schaut, mit zunehmendem Alter, mit 70 Jahren schon 20-30% der Personen haben einen signifikanten Hörverlust und mit 80 Jahren ist es dann schon die Hälfte. Etwa ein Drittel der Fälle ist genetisch determiniert und jetzt, das ist ganz wichtig, 30% der Schwerhörigen unterschätzen ihre Schwerhörigkeit. Nun, wie funktioniert unser Gehör? Ganz kurz, und ich möchte Ihnen das an diesem Dia zeigen. Sie sehen unser Ohr, Sie sehen die Hörschnecke. Und Sie sehen einen Schnitt hier durch die Hörschnecke und jetzt bin ich gespannt, ob Sie meinen Laser sehen können. Was ich Ihnen zeigen möchte hier, sind diese Zellen und da bin ich froh, dass ich auf den ersten Vortrag zurückkommen kann, mit wie unser Hirn funktioniert. Diese inneren Hörzellen, die ich Ihnen gezeigt habe, das sind Nervenzellen und diese Nervenzellen, die innere Reihe, das sind die effektiven sensorischen Zellen, die den Schall wahrnehmen. Wir haben aber 3 Reihen. Diese äußere, sogenannte äußere Haarzellen, das sind auch Nervenzellen, die dann den Schall modifizieren können pro Frequenz. Die können also dafür sorgen, dass gewisse Schallereignisse verstärkt oder abgeschwächt werden. Und diese Zellen, die können sich nicht teilen und die sind sehr, sehr vulnerabel und man verliert die mit der Zeit, mit dem Leben. Und diese äußeren modifizierenden Haarzellen sind noch viel vulnerabler als die inneren. Das heißt, wenn die verloren gehen, dann ist auch ein normales Geräusch unter anderem zu laut. Also man hat das Gefühl, es ist alles zu laut, aber man hat auch das Gefühl, man versteht es nicht, weil eben der Schall und die Sprache nicht mehr so kristallin, nicht mehr so sauber ist. Nun, was passiert? Es kommt zu einer erhöhten Reizbarkeit, es kommt auch zu Problemen am Arbeitsplatz, ein gesellschaftlicher Rückzug stellt sich ein, weil man eben nicht mehr gut kommunizieren kann, unter Umständen eine Depression, eine soziale Isolation und auch Demenz. Und da bin ich wieder froh, dass ich auf den Vortrag zurückgreifen darf. Sie sehen den Report der Lancet Commission, wurde heute schon mal erwähnt und es ist genau dasselbe. Ich muss eigentlich nicht mehr darauf eingehen, aber Sie sehen, der größte Kreis, den Sie hier sehen mit den modifizierbaren Risiken, ist eben dieses 8% bei der Schwerhörigkeit. Nun, wie ist dann der Zusammenhang zwischen dem Hörverlust und der Lebensqualität der kognitiven und der körperlichen Funktion? Nun, einerseits haben wir natürlich einen gemeinsamen Krankheitsprozess. Was wir gehört haben in den verschiedenen Vorträgen, mikrovaskuläre Krankheit etc. führt zum Abbau der Nervenzellen, nicht nur im Gehirn, sondern natürlich auch am Ohr. Es gibt aber eine direkte Verbindung. Und ich möchte Ihnen da den Cognitive Load erklären. Es ist jetzt so, wenn wir diese äußeren Haarzellen verloren haben und eben die Sprache nicht mehr so kristallin, nicht mehr so klar ist, dann nachher werden wir mehr Ressourcen von unserem Hirn brauchen, um diese Sprache zu verstehen, zu identifizieren. Und Sie können das am eigenen Leib erfahren, wenn Sie mit einem Handy am Laufen sind, am Gehen sind und Sie haben ein Telefon mit einer schlechten Verbindung und Sie können schlecht verstehen, was werden Sie machen? Sie bleiben stehen, damit Sie das besser hören.
Dann haben wir eine strukturelle Veränderung im Gehirn und es gibt mehr und mehr Hinweise, dass ein Hörverlust ein direkter Hit ist auf das Gehirn, wie Alzheimer oder so, und man kann tatsächlich zeigen, dass es einen Abbau gibt von gewissen Hirnregionen, und schlussendlich kommt es zu einer sozialen Isolation, das natürlich selber wieder ein Risikofaktor ist für eine Demenzentwicklung. In der sozialen Isolation wird man weniger gesund leben, man raucht mehr, man isst mehr, man geht weniger spazieren. Auch das Selbstwertgefühl sinkt, es kommt häufiger zu Depressionen. Und es gibt auch Hinweise, dass die Immunsystem, die Immunregulation abnimmt. Nun, das ist wahrscheinlich die wichtigste Folie, die ich Ihnen zeige in meinem Vortrag. Wie müssen Sie vorgehen? Erstens. Reduzieren Sie bitte den Hintergrundlärm. Wenn der Fernseher läuft im Wohnzimmer, wenn der Radio läuft in der Küche, dann werden Sie nicht kommunizieren können. Sie müssen diese Hintergrundgeräusche reduzieren, machen Sie auch das Fenster zu. Zweitens, sprechen Sie 1:1, nicht vom Wohnzimmer in die Küche, sondern man muss sich gegenseitig anschauen, wenn man miteinander spricht, um gut verstehen zu können. Drittens, wenn etwas nicht angekommen ist, also zum Beispiel ich frage, hast du Hunger, und mein Gegenüber versteht das nicht, dann wiederholt man nicht, hast du Hunger, sondern möchtest du etwas essen? Und man kann dann aus diesen zwei Informationen den richtigen Gehalt herausfiltern. Und schlussendlich für den Schwerhörigen, der etwas nicht verstanden hat, nicht einfach nur hä sagen, sondern eben, was man verstanden hat, wiederholen, und was man nicht verstanden hat, unterstreichen sozusagen. Also ich habe gehört, du willst etwas essen, aber ich habe nicht verstanden, was du essen möchtest. Solche und ähnliche Tipps finden Sie auf der ProAudito-Seite. Ich möchte das hier ein bisschen Reklame machen. Das ist ein Verein, der Ihnen hilft, in solchen Situationen weiterzukommen. Nun, ganz klar, Hörgeräte helfen gegen Schwerhörigkeit, und ich möchte in der Kürze der Zeit jetzt nicht auf verschiedene Hörgeräte eingehen. In der Schweiz läuft das über die Hörgeräteakustiker, die Hörgeräte anbieten, und es gibt verschiedene Größen, verschiedene Qualitäten. Wichtig ist, dass die Patienten bereit sind, ein Hörgerät zu tragen, wenn sie schwerhörig sind. Natürlich muss ein signifikanter Hörverlust vorliegen und eine kausale Therapie, die anders behandelt werden kann, muss ausgeschlossen werden. Was aber, wenn man mit Hörgeräten nichts mehr machen kann, wenn auch die Hörgeräte zu wenig wirken? Es gibt auch elektrische Hörimplantate, die in ganz seltenen Fällen zum Einsatz kommen können. Und ich möchte Ihnen hier exemplarisch den ersten Patienten in Zürich zeigen, der mit einem Cochlea-Implantat versorgt wurde, 1977. Und Sie sehen hier die anspruchsvolle Elektronik, die das noch gebraucht hat. Sie sehen auch den Stecker am Hals, den es natürlich heute nicht mehr gibt. Heute sind die Geräte klein und unauffällig, und sie erlauben die Wahrnehmung der gesprochenen Sprache und auch von Alltagsgeräuschen, wenn das eben nicht mehr möglich ist, mit einem Hörgerät, und eine Integration oder Reintegration in die hörende Umwelt, sowohl sozial, beruflich als natürlich auch schulisch. Nun, wie funktioniert das? Ganz kurz, eine Folie. So funktioniert unser normales Gehör. Die Schallwellen führen zu einer Aktivierung dieser Nervenzellen, die ich Ihnen gesagt habe. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird ein elektrisches Implantat in der Cochlea, in der Hörschnecke, direkt die Nervenzellen aktivieren und so wieder zu einem Hörresultat führen. Nun die Frage, wirkt denn das etwas? Wirken die Hörgeräte effektiv gegen die Demenzentwicklung? Und diese Frage kann man mit Ja beantworten. Es gibt zwar keine prospektiven, randomisierten Studien, aber wenn man die Studien anschaut, die es gibt, dann kann man klar zeigen, dass
Personen, die Hörgeräte tragen, einen Vorteil haben gegenüber denen, die keine Hörgeräte tragen. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft so sein, dass wir einen Hörverlust genauso selbstverständlich mit Hörgeräten versorgen werden, wie wir das heute bei einem Bluthochdruck machen, wo wir entsprechende Medikamente einsetzen. Eine letzte Folie noch, bevor ich zum Schluss komme. In der Schweiz werden Hörgeräte finanziell unterstützt durch die IV und die AV. Auch das finden Sie auf der ProAudito Homepage. Ich komme zur Zusammenfassung. Es gibt einen Zusammenhang der Schwerhörigkeit mit der Demenz. Ich glaube, das ist heute eindeutig. Ich glaube auch, dass man sagen kann, dass die Schwerhörigkeit therapierbar ist und Hörgeräte erfolgsversprechend sind. In ganz seltenen Fällen, wo Hörgeräte nicht mehr möglich sind, gibt es auch Cochlea-Implantate, die eine Erfolgsgeschichte in der Medizin darstellen. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Lieber Alex, vielen Dank. Ich bin ganz sicher, ein riesiger Applaus zu Hause. Das war wirklich eine gute Übersicht und, glaube ich, sehr motivierend, das Hörvermögen prüfen zu lassen. Ich glaube, ich darf auch sagen, dass Professor Huber ein Mann der Tat ist, weil im Anschluss an unser initiales Gespräch hat er sofort eine Hörkabine am Zentrum Alter und Mobilität etabliert und die hat jetzt dazu beigetragen, dass wir das Hörvermögen im Detail erfassen, dank dir, und hoffentlich auch bald einmal gemeinsam die Daten auswerten. Es sind jetzt zwei laufende Studien, unter anderem die DoHealth-Kohorte, wo diese zusätzliche Abklärung zum Einsatz kommt. Also auch hier ein riesiges Dankeschön, auch im Namen unserer Studienteilnehmer. Ich kann mir vorstellen, es sind einige dabei, die jetzt sehen, woher unsere Kabine kommt und dir sicher auch danken. Gibt es Fragen? Es gibt Fragen aus dem Publikum und wir sollten die Fragen wiederholen, damit sie gut verstanden werden. Es gab zwei Fragen in ähnliche Richtung. Inwiefern ein Tinnitus die Korrektur mit einem Hörgerät beeinflusst? Die Frage war, wie beeinflusst ein Tinnitus die Versorgung mit einem Hörgerät? Nun, ein Tinnitus ist ein sehr, sehr häufiges Problem, das bei sehr, sehr vielen Patienten mit Schwerhörigkeiten vorliegt, und ein Tinnitus ist sicher kein Hinderungsgrund für ein Hörgerät. Im Gegenteil, Patienten, die an einem Tinnitus leiden und eine Schwerhörigkeit zusätzlich aufweisen, die werden von dem Hörgerät erst recht profitieren. Gibt es eine weitere Frage? Vielleicht noch eine Frage aus dem Raum? Dann Roland mit seiner Schokolade. Alex, ganz herzlichen Dank und auch für dich. Die Wundertüte mit den wichtigen Dingen zum Schutz und die gute Schokolade, genau, und noch etwas für die Weihnachtszeit. Da wird sie. Natürlich, natürlich. Alex, ganz herzlichen Dank. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele von Ihnen fast kaum mehr auf dem Stuhl sitzen können, in Erwartung einer Live-Groove-Demonstration von Michel Matle und live am Klavier Richard Mansky, Assistenzarzt in der Altersmedizin und Pianist. Ich darf auch verraten, dass Frau Matle, vielleicht baut ihr schon einmal auf, jetzt erst kürzlich ihre Analyse aller Tanzstudien publiziert hat. Hier hat auch Professor Gressig mitgeholfen und auch sehr gut publiziert im JAMA und zeigen konnte. Michelle, ich nehme dir das Wort hier nicht ab. Du möchtest sicher kurz sagen, was herauskam bei dieser Studie. Danke vielmals, Heike, für deine Unterstützung. Ohne dich wäre das ja überhaupt nicht möglich gewesen. Wir haben herausgefunden in dieser Studie, dass unter randomisiert kontrollierten, also das heisst, man hat gesagt,
die einen Leute tanzen, die anderen nicht tanzen, dass die Leute, die tanzen, in diesen Gruppen das Risiko für einen Sturz um 37% senken können. Das ist fantastisch und darauf wurde auch die New York Times aufmerksam, wo du ein sensationell schönes Interview gegeben hast. Also wir sind sehr stolz auf unseren Nachwuchs und die von Ihnen, die zu Hause seit April mitgrooven, kennen Michelle Mattle gut, sehen sie möglicherweise täglich online. Und wir haben hier auch jemanden, der beim Groove ganz wichtig ist, Benno Gut, unser Fotograf, der dann die Groove-Filme aufbereitet und auf die Website stellt. Michelle, ich suche mir jetzt auch einen Stuhl. Auch Sie zu Hause, suchen Sie sich einen Stuhl mit viel Bewegungsfreiheit und machen Sie mit. Vielen Dank. Gut, herzlich willkommen beim Du Helf Groove. Sie sind nicht allein, es geht ganz einfach, machen Sie mit. Es gibt einen genialen Musiker, der feiert Geburtstag, er wird 250. Und er nimmt uns heute mit auf einen Spaziergang. Thank you.
Danke vielmals. Sie haben sicher erkannt, der geniale Komponist ist der Beethoven. Sie haben jetzt sicher ein bisschen warm bekommen und Lust auf mehr. Darum lade ich Sie sehr gerne ein, noch ein bisschen vorne zu sitzen auf Ihrem Stuhl, gerade aufrichten, 5 cm zu wachsen, den Bauch ein bisschen anspannen und ein feines Lächeln aufs Gesicht zu nehmen. Sind Sie sicher? Ich kann mir es vorstellen, wie Sie daheim in der Stube rocken. Das war es vom Du Helf Groove. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mal dabei sind. Also Michelle und Richard, wieder ein absoluter Genuss. Also ich habe auch gesehen, im Raum haben alle mitgemacht. Ein toller Erfolg von Groove. Und ich bin beeindruckt, dass es immer wieder neue Grooves gibt. Michelle, bei welcher Zahl sind wir jetzt? Wir haben gerade aufgenommen, Nummer ungefähr 55 bis 57. Ich weiß es auch schon lange nicht mehr. Wir arbeiten immer vor. Genau, also Sie haben vielleicht schon gesehen, wir spielen es immer ein. Ganz einfach ist es, die Groove aktuell live dabei zu sein, immer. Wir haben es auf YouTube, also Sie können abonnieren bei YouTube und dann kommt so ein Pop-up, wo Ihnen immer sagt, bei welcher Nummer wir sind. Ich bin halt immer ein bisschen voraus, darum weiss ich nicht mehr, welches jetzt genau online ist. Also herzlichen Dank, grooven Sie alle mit und natürlich gibt es auch ein Geschenk. Danke schön. Also weiter so. Ich weiß, wir haben keine Zeit, aber man darf vielleicht auch sagen, Richard Mansky hat eine wunderschöne Studie gemacht, wo man eben auch gezeigt hat, dass das Klavierspielen, Herr Mansky,
Ja, das hilft auch bei der Demenzprävention. Genau. Und wir möchten ihn unbedingt in der Altersmedizin fördern, weil dort wollen wir noch viel Forschung und ich bin sicher unterstützt von Professor Kressig. Also vielen Dank, ein Riesenapplaus zu Hause, ich bin ganz sicher. Dankeschön. Und jetzt darf ich einen ganz besonderen Vortrag präsentieren, vorstellen. Frau Dr. Irene Bob, ich darf dich auf die Kanzel bitten, Irene. Frau Dr. Bob hat einen ganz besonderen Preis erhalten für ihr Lebenswerk, für die Demenz, für den Aufbau der Memory-Klinik am Stadtspital Weid, den Fokuspreis der Alzheimer-Stiftung. Und die Preisverleihung, die feiern wir jetzt zusätzlich noch nach heute. Liebe Irene, ganz herzliche Gratulation, auch im Namen der Universität und natürlich allen Zuhörern. Danke. Du bist bekannt für dein Engagement für die Demenz. Du hast viel aufgebaut. Wir sind sehr froh, dass du diese Arbeit für die Bevölkerung leistest. Und ich habe dich im Vorfeld gefragt, wie dir dieser Titel gefällt. Und ich habe mich ein wenig gefreut, dass du mir gesagt hast, es war eine kleine Herausforderung. Irene, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Wie kann ich meiner Freundin mit Demenz helfen? Frau Dr. Bob, leitende Ärztin Weidspital. Ganz lieben Dank, liebe Heike. Und es ist mir wirklich eine ganz große Ehre, dass ich heute hier sein darf. Es war eine große Herausforderung für mich, dieses Groove. Man merkt, wie schwierig das ist. Musik und die Umsetzung und die Bewegung. Es war wirklich eine Herausforderung für mich, diesen Vortrag vorzubereiten. Aber auf einer schönen Velotour, das ist meine Bewegung, habe ich gedacht, ich möchte in die Haut dieser Freundin schlüpfen. Und daraus ist dieses kurze Referat entstanden. Zuerst beginnt es ja damit, dass ich mich als Freundin überhaupt frage, hat meine Freundin eine Demenz? Plötzlich hat sie vielleicht Mühe, Termine einzuhalten. Plötzlich ist sie etwas unsicher in der Orientierung, die Freundin, die mich immer früher geführt hat. Sie kocht plötzlich einfacher. Wenn ich bei ihr zu Hause bin, sehe ich plötzlich Mahnungen auf ihrem Schreibtisch. Sie sucht ständig nach Dingen. Sie zieht sich plötzlich zurück. Sie sucht nach Wörtern, vielleicht so wie auf dieser Einkaufstasche. Das Weiße von der Kuh, der Mundbesen oder diese orangen Dinger aus der Erde, du weißt schon. Oder sie ist ständig in einem Erklärungsnotstand. Oder sie wirkt plötzlich weniger gepflegt, meine Freundin, die immer so adrett dahergekommen ist. Was löst das bei mir aus? Ich habe plötzlich Angst, ich bin verunsichert. Soll ich mich nun zurückziehen? Meine Freundin, sie ist so anders, sie widerspricht mir. Es ist gar nicht mehr die Freundin von früher. Die Erkrankung betrifft genau den Bereich, der uns so wichtig ist. Unser Denken und unsere Persönlichkeit, weswegen sich die Frage stellt, ob ein solches Leben noch Sinn macht. Das ein Zitat aus meinem Buch, das 2016 erschienen ist. Ich bin mutig. Ich spreche meine Freundin an. Ich mache mir Sorgen um dich. Ich mache mir Sorgen um dich, genau weil du mir so wichtig bist. Möchtest du nicht einmal eine medizinische Abklärung machen? Ich würde dich begleiten, wenn du Angst hast. Du weißt, ich schätze dich, auch wenn etwas herauskommen würde. Und ich suche nicht die Konfrontation mit der Freundin. Gott sei Dank ist die Freundin bereit, sich abzuklären, denn eine klare Diagnose ist Voraussetzung dafür, dass wir etwas tun können. Wie kann ich nun meine Freundin unterstützen? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich ganz konkrete Vorschläge der Hilfe formuliere. Ich bin Brücke
Ich helfe ihr, aber nicht bis zur eigenen Erschöpfung. Und ich helfe ihr vielleicht auch, professionelle Hilfe anzunehmen. Wichtig ist aber auch meine eigene Haltung. Was bedeutet für mich Hilflosigkeit? Dann kann ich ihr auch besser helfen in ihrer Hilflosigkeit. Und sie soll sehen, ich bin für sie da als Weg. Ein Weg durch die ganze Erkrankung. Die Freundin wird stärker dement. Und wie kommuniziere ich mit ihr? Das kleine ABC der Validation. Wichtig ist, dass ich ihre Gefühle spiegle. Wenn sie sagt, ich möchte nach Hause, ich möchte unbedingt nach Hause zu meiner Mutter, dann kann ich ihr vielleicht sagen, ich verstehe, du in deiner Situation, du sehnst dich wieder nach der Geborgenheit deiner Mutter, da warst du zu Hause. Und nicht, du bist doch zu Hause. Ich mache sie nicht aufmerksam, dass sie schon etwas mal gesagt hat, sondern ich sage ihr vielleicht, ich merke, dass dir das ganz wichtig ist. Ich versuche wahrzunehmen, was mir meine Freundin sagen möchte, denn oft sprechen Demenzerkrankte in Metaphern. Meine Freundin möchte nichts anderes, als verstanden zu werden. Nein, ich brauche keine Hilfe. Dann könnte ich ihr zum Beispiel sagen, ich verstehe, du hast das Leben lang immer allen geholfen und jetzt soll man dir helfen. Da wäre ich vielleicht auch wütend. Hier deine kleine Lektion in die Validation. Meine Freundin könnte beispielsweise sagen, kannst du mir helfen? Ich bin so stumm. Ich weiß, was ich sagen möchte, doch ich kann es nicht sagen. Muss ich nun mein Leben lang mit Alzheimer leben? Ich möchte wieder mein Gedächtnis finden. Das alles Aussagen aus meiner Sprechstunde. Sie können sich vorstellen, was in diesem Menschen vorgeht. Die Freundin hat aber vielleicht noch einen Partner. Kann ich diesem Partner auch helfen? Angehörige wollen verstanden werden und sie wollen nicht immer hören, du solltest und du solltest und du solltest. Nicht nur die Entlastung, Ratschläge sind oft Schläge ins Gesicht, das höre ich fast jeden Tag. Verstehen, was es heißt, dieser unklare, uneindeutige Verlust, die dieser Partner durchmacht, denn er verliert seine Partnerin. Pauline Boss spricht von diesem ambiguous Loss, dieser unklare Verlust. Ich habe noch eine Ehefrau, aber nicht mehr meine Partnerin. Sie können sich nicht vorstellen, wie wichtig das ist für die Partner, dass sie verstanden werden. Ich brauche konkrete Vorschläge dem Partner gegenüber. Einmal pro Monat bin ich einen Tag da, da kannst du frei machen und nicht, du musst dich halt melden, wenn du überfordert. Würde, was heißt das bei Demenz? Würde kann keinem Menschen genommen werden, auch nicht einem Demenzerkrankten, solange ihn das Gegenüber in seinem veränderten Sein annimmt und versteht. Wenn ich so umgehe mit dieser Freundin, dann erlebt sie Würde in jeder Phase der Demenz. Doch was bedeutet es für mich, wenn ich meine Freundin über Jahre vielleicht begleite? Ist für mich Weiterentwicklung in meinem Leben möglich? Habe ich vielleicht die Möglichkeit, meine eigene Einstellung zum Schicksalshaften, zu meinem Todesverständnis zu hinterfragen? Meine Freundin muss über Jahre loslassen, jeden Tag neu irgendetwas loslassen. Wie steht es mit meinem eigenen Loslassen? Auch ich muss loslassen, wenn ich älter werde. Die Freundin ist vielleicht ganz zufrieden, obwohl sie so viel Schicksalshaftes erlebt. Kann das auch ein Zugang sein zu meinem eigenen Zufriedenheit des Seins? Und die Freundin sagt mir vielleicht, ich gehe lieber mit Exit. Das kann ein Hilferuf sein,
weil ich sage, die Möglichkeit eines assistierten Suizides darf nie, aber wirklich nie, zur Erwartungshaltung einer Gesellschaft werden. Für einzelne Menschen kann es der Weg sein, aber es darf nicht die Erwartungshaltung unserer Gesellschaft sein, dass Hilflosigkeit und Demenz keinen Platz in dieser unseren Gesellschaft hat. Und zum Schluss diese tröstlichen Worte von Arno Geiger. Er hat das Nachwort geschrieben in meinem Buch. Es sind Fragmente aus dem zauberhaften Buch »Der alte König im Exil«. Und er schreibt als letztes Wort, die Unbeständigkeit des Lebens wird in dieser Krankheit sinnbildlich eingefroren. Doch letztlich auch das bedenke ich immer öfter, ganz wie der Vater einmal gesagt hat, vielleicht spaltet sich hier eine Möglichkeit ab. Und diese Möglichkeit, die kann eine Chance sein, auch für die Freundin, die ich bin und die Demenzerkrankte, die ich begleite. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Liebe Irene, vielen Dank. Ich bin ganz sicher, du hast einen riesigen Applaus von unseren Zuschauern. Ich kann mir vorstellen, dass doch der eine oder andere in dieser Situation ist. Vielen Dank für die praktischen Tipps. Jetzt frage ich Dr. Egli, gibt es eine Frage? Zwei Fragen. Irene, tust du sie bitte wiederholen? Och, das ist jetzt eine technische Frage. Omega-3 kann vor allem helfen, denke ich. Also die Frage war, hilft Omega-3? Ich denke, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man rechtzeitig das Omega-3 nimmt, da weiß Heike Bischof mehr, möchtest du was dazu sagen, dass das wirklich eine Prävention sein kann, mit sein kann. Aber wenn die Demenz da ist, ich denke, es ist nicht als Standardtherapie, aber es gibt viele Menschen, die das nehmen in der Demenz. Genau, ich würde auch unterstützen, dass es eine präventive Maßnahme ist, wirkt vor allem sich positiv auf die Gefäßgesundheit aus, die antientzündliche Wirkung von Omega-3. Uns fehlt die große klinische Studie für den Beleg. Ich bin ganz einig mit dir, Irene. Ich denke, in Kombination mit der physischen Aktivität, Omega-3 als frühe Prävention, sicher eine Möglichkeit, vor allem auch Herz-Kreislauf-Gesundheit, kann man damit etwas unterstützen. Darf ich noch eine Ergänzung machen, eben zu all dem, was wir schon gesagt haben? Als Prävention gibt, glaube ich, auch nicht so viele Studien. Sie haben vielleicht gesehen, ich habe ganz viele Fotos in meinem Vortrag. Das sind alles meine Fotos. Und die Fotos, die lösen ja auch Emotionen aus. Und ich denke, positive Emotionen, das kann auch etwas ganz Wichtiges sein in der Prävention. Das wirst du bestätigen. Absolut. Und du sagst ja auch, und ich glaube, ich habe es auch von Professor Gressig gehört, die sozialen Kontakte. Genau. Und natürlich auch von Angelique Sattler. Die zweite Frage. Also das ist eine häufige, ob Stress demenzähnliche Symptome macht. Eine ganz häufige Frage in unserer Sprechstunde. Leute, die haben Stress, ein Burnout und haben wirklich eine gewisse kognitive Störung. Selbstverständlich kann Stress kognitive Defizite auslösen, aber der Stress kann auch erstes Symptom sein einer Demenz. Ich habe etwa 20% meiner Patienten sind unter 65. Das heißt, ich habe etwa 100 neue Jungbetroffene und die haben eigentlich fast alle Stress. Der Beginn der Demenz ist voller Stress. Irene, vielen Dank für diesen wertvollen Beitrag und ich darf auch dir ein paar präventive, eben unsere Wundertüte für dich und natürlich auch die Schokolade, Stress, wir haben es gehört von Roland von Kennel. Reduktion unter Schokolade und für dich auch eine Weihnachtsdekoration. Irene, vielen, vielen herzlichen Dank. Und wir kommen jetzt schon zum Abschluss. Vielleicht haben Sie noch einen Moment Geduld. Ich möchte mich zuallererst bedanken bei den hervorragenden Vorträgen. Sie haben es ein wenig gespürt. Wir haben Sie vermisst. Uns fehlt ein wenig
das Gegenüber und wir vermissen natürlich sowieso unsere Zuhörer. Wir haben uns alle sehr gefreut, Sie zu sehen, wie jedes Jahr im Schauspielhaus. Und jetzt müssen Sie wissen, wir planen das natürlich auf nächsten Herbst und feiern dann ein Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren und ein riesiger Applaus für die hervorragenden Vorträge. Und Sie haben ein wenig gespürt, das Ziel wurde wieder erreicht. Sie haben hochkarätige Wissenschaft gehört, aber eben verständlich verpackt, gut kommuniziert, so dass man eben diese Erkenntnisse auch nutzen kann für die eigene Gesundheit. Brechen Sie auf in die Prävention, auch für das Gedächtnis, starke Element in der Prävention. Ich möchte mich auch bedanken ganz herzlich beim Organisationsteam. Sie haben alle E-Mails erhalten von Angela Manzen und Jerina Kupski. Ich darf Sie jetzt beide kurz auf die Bühne bitten, dass man sie auch sieht. Die sind jetzt leider abwesend. Doch, Angela ist hier und Jerina, die holen wir. So, Angela ist unterwegs und ich darf auch hier im Namen des Zentrum Alter und Mobilität, liebe Angela, eine kleine Weihnachtsdekoration. Angela Munzen, Jerina Kupski, bitte auch du auf die Bühne, dass man euch sieht, das Organisationsteam, die Leitung hinter diesem Anlass. Jerina, auch dir ganz herzlichen Dank, super gemacht. Also heute Abend entspannen. Vielen, vielen Dank. Und ich möchte auch nicht vergessen, noch einmal den Sponsoren zu danken. Wild, Omega Life, Roche, Spitex Zürich, Sprüngli und Mikro Kulturprozent. Und möchte mich auch noch einmal ganz besonders bei Donna Leon, unserer Botschafterin, bedanken. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr Vortrag sie bewegt hat. Sie hatte eine Riesenfreude, dabei zu sein und grüßt sie noch einmal alle und freut sich eben auch auf das Wiedersehen im nächsten Jahr. Ich möchte auch nicht verpassen, dem Team Altersmedizin am Stadtspital Weid, am Universitätsspital Zürich, an der Klinik in Basel, an der Universitären Altersmedizinklinik in Basel, aber auch in den Alters- und Pflegezentren und in der Spitex danken, die im Moment einen enormen Beitrag leisten in dieser Pandemiesituation und uns alle enorm unterstützen. Ein Riesenapplaus vor allem auch für das Pflegeteam, natürlich die Ärzte, aber auch alle Therapeuten, auch die Küche, alle, die mithelfen, unsere Patienten in dieser Zeit gut zu betreuen. Eine Mitteilung an Sie: Bleiben Sie gesund, nehmen Sie alle Vorsichtsmaßnahmen wahr. Und scheuen Sie sich nicht, auch nachzufragen, wenn Sie Hilfe brauchen. Wir sind für Sie da. Und machen Sie mit beim Gruf. Bleiben Sie in Bewegung, atmen Sie durch. Versuchen Sie, den Vitamin-D-Mangel als einfache Maßnahme zu beheben. Essen Sie gesund und eben bleiben Sie gesund. Jetzt hätte ich natürlich noch eine kleine Abschlussbitte. Ist natürlich ein absoluter Überfall. Wir haben ja Professor Klaus Krätz im Publikum und wir sind um seine Unterstützung in der Altersmedizin enorm dankbar. Als Dekan hat er Enormes geleistet für die Altersmedizin und ich kann mir vorstellen, Sie würden sich wie ich auch um ein Abschiedswort direkt von Professor Krätz enorm freuen. Er ist unterwegs. Klaus, stellvertretend für unsere Ehrengäste
aus der Medizin, der Universität, der Politik, des Universitären Geriatrieverbundes. Lieber Klaus, ich übergebe dir das abschließende Wort. Vielen Dank, liebe Heike, liebe Frau Professor Bischof Ferrari. Es ist mir eine Ehre, hier stehen zu dürfen, quasi als Vertreter all derjenigen, 450 auch, die draußen uns hören und auch bei der Veranstaltung mitgemacht haben. Ich habe mich immer gefreut, dass quasi das Pflänzchen oder die Pflanze, wie sie damals schon war, so gediehen ist. Und ich bin froh, dass wir Frau Professor Heike Bischof bei uns haben. Und ich denke, dass noch vieles aus der Klinik kommen wird, dass sie sich ja auch jetzt ausgedehnt hat in andere Regionen, Stadtregionen quasi. Und deswegen nochmals vielen Dank, A, dass ich hier sein durfte und B, danke, dass es so vonstatten gegangen ist. Vielen Dank. Dankeschön. Ein wunderschönes Abschlusswort und wir haben das Abenteuer gemeinsam gemeistert. Klaus Grätz, du musst jetzt schon auch noch ein Dankeschön entgegennehmen, weil sowas bekommt man natürlich nicht einfach so, sondern durch Jahre, durch das Jahr hinweg immer wieder geleistete, unterstützende Telefonate. Lieber Klaus, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Applaus sicher auch von den Zuhörern. Und jetzt darf ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Habe ich etwas vergessen? Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Wir sind bei Ihnen, Sie sind nicht allein und rufen Sie mit. Adieu miteinander.